Gott hat mehr für dich. Das ist der wichtigste Satz, den wir von Gottes Haus kennen. Und den rufen wir euch jetzt allen zu für diesen Abend, den wir wieder in seiner Gegenwart miteinander gestalten wollen. Ja, gemeinsam verbringen wollen. Herzlich willkommen bei unserem Livestream heute. Herzlich willkommen zu diesem Abend, den wir mit euch gemeinsam wirklich in der Gegenwart Gottes erleben wollen. Und ich will am Anfang lesen aus Römer 5, 1 bis 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Halleluja. Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen. Halleluja. Damit eröffnen wir diesen Abend. Es gibt eigentlich kaum was Besseres, Kaum was Besseres. Und ihr habt gemerkt, in diesem Versen geht es um die Bedrängnis, um das Ausharren, um den Frieden in Gott, um diese Bewährung in Hoffnung, um dieses ausgegossen Sein des Heiligen Geistes in uns. Und wir freuen uns einfach, dass wir heute Abend mit euch zusammen sein können. Und wir haben einiges vor. Martin, wie immer, fang schon mal an. Ich fang schon mal an. Ja. Gut, ja, ich fange an mit der Info zu dem Shofar. Oh ja, das ist eine wichtige Sache, da haben auch schon einige nachgefragt. Ja, deshalb, wir haben auch ein Bild für euch, das seht ihr, das ist von unserer letzten Konferenz. Also Shofar-Bläser sind für uns schon immer wichtig. Ja. Und gern gesehen, und wir haben uns selbst intensiv mit dem Thema Shofar beschäftigt. Und es ist so, wenn wir jetzt so einen Shofar beziehungsweise zwei Shofar-Einsätze durchführen, das ist ja nicht von uns, von Gottes Haus, sondern gemeinsam mit Hermann Schneider und mit Christian Ölwein, zwei Shofar-Spezialisten, kampferprobt, ja, ja. Da sind wir eben dabei, aber bei uns auf der Webseite läuft das halt mit der Anmeldung, ja, dass man weiß, wie wer dabei ist und dass man sich da ein bisschen drauf einstellen kann von den Teilnehmerzahlen. Mhm. Shofar-Einsatz ist kein Picknickausflug. Das ist auch nicht ein Ausflug, wo man einfach so hingeht, sondern das ist ein Einsatz, da geht man hin, bläst, betet, proklamiert und geht wieder. Ein Einsatz mit Absicht. Ja, aber wirklich, es ist etwas, wo man möglichst gut zu Fuß sein sollte, weil man hat relativ viel zu laufen und natürlich gut bei Puste. Und dann? Also es ist wichtig, gutes Schuhwerk anzuziehen. Ja, wir sind draußen. Wenn es ein bisschen windig sein sollte, wie es ja jetzt manchmal ist, wäre es auch gut, sich darauf einzustellen. Oder Sonnenschutz. Oder Sonnenschutz oder auch sich etwas zu trinken mitzunehmen. Oder wer vielleicht unterwegs ein bisschen was essen müsste, bitte seid klug in den Dingen. Wir können da nicht viel vorbereiten. Doch, also Wasser haben wir dabei. Ja, schon. Aber es ist schon gut, wenn jeder auf dem Weg dahin sich schon versorgt, mal was mitnimmt. Also ein Shofar ist eine Waffe und es ist im Grunde genommen wie ein kleiner Kampfeinsatz. Man geht hin, schlägt dem Feind was um die Ohren und dann geht man wieder nach Hause. Die Veranstaltung wird etwa 3-4 Stunden dauern. Viel länger ist das nicht. Also es ist ein Nachmittag, wo man dort zusammenkommt. Am 8.8., das ist ein Samstag, da sind wir auf dem Hesselberg in Franken, Großraum Dinkelsbühl. Und dort, das war ein Nazi-Treffpunkt und früher schon ein High Place, werden wir uns auch mit der Geschichte da ein bisschen beschäftigen, warum wir da sind, warum der Herr uns dorthin geführt hat. Und
Das Interessante ist, wer Shofar bläst, ist herzlich eingeladen, natürlich dabei zu sein. Wer gerne blasen möchte und sagt, ich würde mich da gerne mal informieren und mal gucken, wie läuft das, was geht's da, ein paar Leute kennenlernen, mal mit denen sprechen, dann bist du auch goldrichtig. Ja. Oder wenn jemand eins kaufen möchte. Genau. Hermann Schneider hat einige Shofar bringt besorgt. Welche mit zum Kaufen, ja. Das ist aber vorher. Das ist vor dem Einsatz. Also wer sich für Shofar-Hörner interessiert und welche kaufen möchte, das ist von 10 bis 12. Mhm. Da werden die zum Verkauf angeboten. Aber die Infos findest du alle bei uns auf der Webseite unter Events. Shofar steht alles genauestens drin. Auch von dem zweiten Termin am 20.08. Das ist ein Donnerstag. Das ist in der Schwäbischen Alb, im Norden der Schwäbischen Alb. Dort haben wir jetzt auch die Infos schon auf der Webseite stehen, um was es da geht. Kannst dich informieren. Da starten wir mit, beispielsweise mit einem kleinen Mittagessen in diesem Tageszentrum, was es dort gibt. Informier dich auf der Seite. Herzliche Einladung, aber du solltest wissen, um was es geht. Ja, es ist nicht einfach ein Ausflug. Wir haben ja auch ein Buch im Shop, was man lesen könnte. Genau. Wenn man sich wirklich, damit beschäftigt. Also ich glaube, Shofarblasen ist, es ist eine Berufung. Es ist sowas wie Fürbitter. Es ist sowas wie, ich setze mich für Gottes Ziele ein und ich gehe mit etwas voran und ich bete darum, dass Gott wirklich Offenbarung schenkt, wer dazu gerufen ist. Ja, es ist vor allen Dingen eine Waffe für die Endzeit. Weil das ist ein anderes Thema, da werde ich auch mal drüber sprechen, aber das Shofar kommt in den biblischen Festen bei Yom Teruah vor, besser bekannt heute als Rosh Hashanah. Das ist der Tag des Posaunenblasens, hochprophetische Botschaft da drin. Mhm. Und das war über viele Jahrhunderte kein Thema, jetzt wird es zum Thema. Warum? Weil wir uns auf die Ankunft des Herrn sehr drastisch zubewegen. Und von daher kommt Shofar jetzt zu dieser Zeit wieder ins Bewusstsein. Ja. Also nochmal herzliche Einladung, schau auf der Webseite nach am 8.8. und am 20.8. Mhm. Und das sind der dritte und vierte Einsatz von insgesamt 10, wo es ein prophetisches Wort zu gab. Ja. Und es scheint so, dass die nächsten ganz im Norden von Deutschland sein werden. Ja, sind wir gespannt. Ja. Gut. Ja, dann kommt was, das ist jetzt ein bisschen tricky. Wir haben insgesamt, glaube ich, waren es nur zwei. Es waren nur zwei, wobei wir uns selber natürlich auch mit der Thematik beschäftigt haben und darüber nachgedacht haben. Und zwar Anfragen zu dem Thema Hitzesommer. Hitzesommer, genau. Also, die Sache war folgendermaßen. Am 5. Juni hatten wir hier im Livestream was erzählt zum Thema Hitzesommer. Und zwar gab es zwei Prophetien und eine Wettervorhersage, die ich genutzt hatte. Die Sache war die, also ich lese das mal vor, und eine Person oder ein Ehepaar, was uns angeschrieben hatte, die haben geschrieben, ich habe eine Frage, was uns etwas beunruhigt, mich sogar wach hält, Diskussionen, Fragen und Umstände ausgelöst hat. Das war die Prophezeiung über den Hitzesommer. Ne? Es hieß, es werde der heißeste Jahrhundert, Juli, eine Krise und so weiter, gerade in der Schweiz. Die Anfrage kam aus der Schweiz oder das Mail. Und die hat es dann geschrieben, sie hat also ein Klimagerät gekauft und so weiter. Und einfach und anderen empfohlen. Ja, und wie sich das Ganze entwickelt hat. Und dann auf einmal, ist es eher frostig, ne? Ja, auf einmal saßen alle mit einer Jacke da. Und dann hat sie hier geschrieben, wir wären sehr froh und dankbar für eine Erklärung, was da schiefgelaufen ist. Ja, da das eben viele andere Menschen eben gehört haben, ist es gut, wenn man dazu was sagt. Mhm. Ansonsten, und das ist jetzt genau der Punkt, der uns auch beschäftigt hat, ansonsten macht es auch andere Prophetien und Aussagen unglaubwürdig. Ja. Und das ist absolut richtig. Ja, wir fänden es nicht gut, wenn nur einfach darüber geschwiegen und es dann unter den Teppich gewischt würde. Mhm. Ne? Okay. Und das wäre auch überhaupt nicht unsere Absicht. Nein. Wenn, dann wollen wir die Dinge offen kommunizieren und wir wollen sie so kommunizieren, dass jeder von uns weiß, wo er steht, wo er dran ist und um was es eigentlich geht. Ja, okay. Also nochmal, um das hier auf den Punkt zu bringen. Ausgehend
war das Ganze von der Prophetie von Arndt Kischkel, Dr. Arndt Kischkel. Mhm. Und da heißt es, ich werde da später nochmal was zu sagen, er spricht über verschiedene Krisen oder beziehungsweise Berge. Da war als erster Berg die Corona-Pandemie. Dann sah ich eine Hitzewelle im Sommer 2020. Dann eine massive Finanzkrise und so weiter. Das war die erste Erwähnung. Und die zweite kommt etwas weiter hinten. Da heißt es, im Sommer diesen Jahres ist ein solcher Feuerfall verheißen und Christen können in der ersten Liebe aufstehen. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass es klimatisch, und jetzt kommt's, in unserem Land eine starke Hitzewelle geben wird. Wofür werden unsere Herzen brennen? Okay, das war die Ausgangsposition. Ja. Das heißt, wir haben eine Hitzewelle und die wird auch in unserem Land sein. Mehr hat der Arndt dazu nicht gesagt. Ja. Also das war die Basis, die wir hatten. Das habe ich geprüft oder wir geprüft, das haben wir im Gebet bewegt. Das ist hier in die Broschüre, da werden wir gleich noch was zu sagen, eingeflossen. Gut, dazu wollten wir dann etwas mitteilen. Und genau. Ganz, ganz kurz vorher, Abend vorher oder vielleicht sogar am gleichen Morgen, kamen mir zwei Sachen auf den Tisch. Das eine war eine grandiose Wettervorhersage, die also ein Horrorszenario gemalt hat. Die ganze Wetterkarte war rot und zwar dunkel, dunkelrot. Genau, die das also richtig bestätigt hat. Die haben wir ja auch vorgelesen. Die habe ich dann auch weitergegeben. Ja. Und eben, und das ist jetzt der betreffende Punkt, eben eine andere Prophetie von einem Bruder aus der Schweiz. Und der hat, allerdings hat er das ein bisschen vorsichtig formuliert, weil er hatte einen Knick in der Entwicklung in der Schweiz, in der Corona-Zahl da von den Infizierten gesehen. Und genauso wie er es gesehen hat, terminlich ist es gekommen. Und dann hat er gedacht, okay, also ich wage deshalb jetzt auch diese Aussage. Und die hat er dann hier gemacht, hat die weitergegeben. Und der heißt folgendermaßen, der erste Druck, der über Mitteleuropa kommen wird, ist eine enorme Hitzewelle. Über Mitteleuropa, Hitzewelle. Okay, soweit war das alles klar. Und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Es wird einen gewaltigen Hitzesommer geben. Es wird der heißeste Juli des Jahrhunderts. Ende Juni, vom 23. bis zum 28. Juni, werden die Temperaturen in die Höhe gehen. Danach wird es 5-6 Wochen sehr heiß bleiben, mit Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten, in der Nordwestschweiz und sehr wahrscheinlich auch in anderen Regionen. Gut, und in dem Überschwang, was da so war, weil von jeder Wettervorhersage hast du das gehört, habe ich das hier weitergegeben. Und zwar muss ich gestehen, ich habe es nicht geprüft und nicht darüber gebetet. Ich habe es einfach genommen und habe es weitergegeben. Weil ich dachte, das ist genau... Aufgrund der ersten Prophetie, haben wir gedacht, das ist eine Ergänzung. Eine Bestätigung, ja. Und da merkst du genau die Problematik drin. Ja, ja, du musst es wirklich prüfen. Ich meine... Die ist zum Teil absolut richtig, nur die Termine sind eben etwas, was nicht passt. Aber jetzt pass auf, der Bruder hat dann unmittelbar danach, im nächsten Satz steht Folgendes. Ja. Die Hitze ist ein teuflischer Plan, deshalb lasst uns intensiv für Regen beten. Das heißt, das ist ja jetzt auch wieder interessant. Er hat gesagt, Moment mal, hier ist was, was er prophetisch gesehen hat, aber lasst uns im Grunde genommen dagegen beten. Mhm. Und das ist jetzt auch ein Punkt. Wir haben mindestens zwei Leute haben uns angeschrieben und gesagt, dass sie... Wie dankbar sie sind. Ja, und dass sie im Gebet im Grunde genommen sich dagegen gestellt haben. So, und das ist jetzt natürlich dann ganz speziell. Wer weiß denn jetzt, wie sich das entwickelt hat? Ob da nicht tatsächlich aufgrund von Gebet sich das geändert hat? Da ist häufig der Punkt, dass man prophetische Worte durch Gebet bewegen kann. Manchmal ist es ja auch gerade ein Aufruf zu Buße oder sonst was, wo man erwartet, dass durch Gebet was bewegt wird. Denk mal beispielsweise an die Story von Jonah. Der ging nach Ninive, hat die absolute Horrorstory da gebracht, Prophetien über den Untergang. Die haben Buße getan und was ist passiert? Nichts ist passiert. Ja? Und er hat sich geärgert. Er hat sich geärgert, weil er stand als falscher Prophet da. Ja, obwohl er genau das gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat. Ja. Also es ist mit der Prophetie schwierig und deshalb sagt das Wort Gottes, wir müssen es selbst prüfen. Ja, wir müssen es selbst prüfen und das war mein Fehler, das habe ich nämlich an dem Tag nicht gemacht. Gut, also so viel wollte ich da zu diesem Thema erstmal von dem Prophetischen her sagen. Ja, ich war also etwas voreilig. Und die Aufgabe ist, dass wir es wirklich prüfen sollen. Aber die Sache ist trotzdem noch nicht durch. Ne? Ja. In Deutschland oder von mir aus auch in der Schweiz können wir sagen,
Der Sommer ist erst ein Drittel rum. Ja? Wir haben noch Sommer vor uns. Und warten wir mal ab, ob die Prophetien, die jetzt nicht ganz so terminlich festliegen, ob die nicht doch noch eintreffen. Ja? Beziehungsweise haben die schon eingetroffen oder sind sie schon eingetroffen, nur nicht in Mitteleuropa unbedingt. Ja. Weltweit ist es der heißeste, zweitheißeste Sommer seit 140 Jahren. Da habe ich euch mal hier ein bisschen was mitgebracht. Hier ist ein Bild, hier seht ihr also eine Nachricht von der Weltwetterorganisation. Das war damals in der Phase, wo ich das weitergegeben hatte, 27. Mai, Hitzesommer auf der Nordhalbkugel. Dann, ähnlicher Zeitraum hier, wurde das, wie gesagt, in den Medien richtig publiziert. Globales Rekordjahr 2020 auf dem Weg zum wärmsten Jahr seit 1880 und so weiter. Das waren die Wetterprognosen. Ne? Und wie gesagt, bei uns kam das, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht so durch. Hier nächstes Bild, da steht drauf 50 Grad in USA. Und die Hitze breitet sich weltweit aus. Und dazu möchte ich dir etwas vorlesen vom 13.07. Also das ist vor wenigen Tagen gewesen. Da hieß es hier, Spanien und Portugal messen seit Tagen Höchstwerte über 40 Grad. Teile von Russland, ne, haben ebenfalls mit Hitze zu kämpfen. Teilweise werden auch hier bis zu 43 Grad gemessen. In Nordafrika werden aus Algerien Topwerte von 47 Grad gemeldet. Noch wärmer ist es in Saudi-Arabien. Dort schaffen es die Temperaturen auf bis zu 48 Grad. Absoluten Hitze-Hotspot bilden momentan die USA. In Arizona wurden am Wochenende teilweise Topwerte zwischen 49 und 50 Grad gemessen. Und diese Hitze ist keine lokale Angelegenheit. Sie hat weite Teile der USA erfasst. Auch Kalifornien, Texas und weitere US-Staaten sind schwer am Schwitzen. Selbst in New York steigen die Lufttemperaturen in den kommenden Tagen auf über 30 Grad. Okay, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, der Hinweis, es gibt einen Hitzesommer, es gibt eine, sagen wir mal, ja, fast katastrophale Aussage, die Propheten gemacht haben, ist nicht verkehrt. Ja, nur der lokale Bezug oder der zeitliche Bezug, der ist offensichtlich ein bisschen zu eng gewesen. Ja, hier habe ich euch noch mehr mitgebracht. Das bezieht sich jetzt auf Deutschland, 18.07., auch erst ein paar Tage her. Hier diese Info, mehr als 40 Grad. Wann erreicht die Hitzeglocke Deutschland? Das ist ja als Frage formuliert. Da ist man natürlich als Wettermensch immer draußen. Ne? Also, er hat ja nicht gesagt, die erreicht Deutschland, sondern wann erreicht sie Deutschland? Oder noch aktueller, 23.07. 40 Grad in Sicht, Hitzeknaller zum Start in den August. Auch Fragezeichen. So, also ihr merkt, das Ganze hat schon eine Dynamik. Ja, es gibt einen Hitzesommer weltweit. Deutschland durch dieses komische Tiefdruckgebiet ist irgendwie in so einer Bubble, wo das bis jetzt noch nicht durchgekommen ist. Ja, das stimmt. Und hier habe ich euch noch ein Bild mitgebracht, das wollte ich euch noch zeigen. Das ist wirklich, wo ich sage, das ist strange, bemerkenswert. Vom 16. Juli, hier auf diesem kleinen Screenshot, den ihr hier seht, stehen folgende Begriffe. Klimahorror, Rekordtemperaturen, größte globale Herausforderung, Klimaschock, Extremtemperaturen, Hitzehammer, Wetterchaos, monströse Staubwolke, Meteorologen schlagen Alarm, Rekordhitze oder Frost. Wo du sagst, das ist ja wirklich, bleibt nichts mehr übrig, abgedreht, diese Superlative, die der da gebraucht. Was ich damit sagen will, ist, diese Wettervorhersage, Leute, denen fehlen auch hier die Begriffe, um das irgendwie klar zu machen, was hier passiert. Was wir in Deutschland erleben, ist schon ein paar hundert Kilometer weiter südlich in Richtung Südfrankreich oder so oder überhaupt in Süden, südlich der Alpen, sieht schon wieder vollkommen anders aus. Mhm. Das ändert natürlich nichts daran, dass eine sehr präzise Vorgabe, wenn es heißt, an dem Termin wird es dann in dem Ort solche Temperaturen haben, das ist dann tatsächlich nicht in Ordnung. Da bitte ich dann auch jetzt um Entschuldigung, einfach, dass ich das so ungeprüft weitergegeben habe. Aber trotzdem, an der Prophetie von dem Arndt Kischkel halten wir fest, weil wir sagen, lass uns mal abwarten. Mhm. Lass uns mal abwarten. Es sieht alles so aus, als ob das der Hitzesommer wird. Warum nicht auch in Deutschland? Ja, ob das nun stimmt oder nicht, da haben wir noch ein paar Wochen.
Und dann können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Ausharren. Wait and see, wie man so schön sagt. Im Bedrängnis. Genau. So, was habe ich noch? Doch auch mal was. Ja, ich warte jetzt, dass Martin alle unsere Punkte, die wir noch euch mitteilen wollen, dass er die bevor wir wirklich da reingehen wollen, prophetisches Wort anzuschauen, in der Bibel zu gucken, was ist da mit prophetischem Reden oder Propheten. Deswegen wollen wir jetzt erstmal alles... Aber es ging um Prophetie. Natürlich. Der Einstieg. Ja. Das ist ja auch das und Thema. Und auch das Schofarblasen hat eine prophetische Bedeutung. Amen, yes. Okay, wir wollten euch noch auf was hinweisen. Hier hatten wir vor kurzem schon mal gesagt, die Bewegung Christen im Widerstand. Mhm. Hier seht ihr auch die Webseite von denen, Christen im Widerstand. Das ist eine Bewegung, die ist in ganz Deutschland. Hier haben wir mal so eine Landkarte, wo ihr seht, wo die schon überall ist, mit Einzelpersonen, kleinen Gruppierungen. Da geht es in erster Linie um Vernetzung von Christen, die sagen, was hier passiert, ist ein bisschen komisch. Wir wollen uns untereinander austauschen. Wir wollen, dass Gottesdienste freigehalten werden können. Wir wollen Einsätze im Freien machen, evangelisieren und so weiter. Sehr interessante Sache, gute Bewegung. Also einfach, wenn ihr Interesse daran habt, euch dazu connecten und sagt, ich fühle mich allein. Wir haben eine Menge Zuschriften bekommen, wo die Leute sagen, ich finde in meiner Gemeinde keinen, der, mit dem ich darüber sprechen kann. Die sagen alle, ich bin durchgeknallt oder ich bin Verschwörungstheoretiker, nur weil oder ich Fragen stelle. Oder ein Maskenverweigerer. Maskenverweigerer. Und dann ist man in so eine Schublade reingeraten, in die gehört man nicht und in die wollte man auch nicht rein. Und damit hat man einen Stempel bekommen. So ging mir das jetzt auch kürzlich. Man bekommt einen Stempel, obwohl man gar nicht so ein, was weiß ich, ein Revoluzzer sein will oder ist. Und deswegen... Du bist schon ein Revoluzzer. Meinst du? Nur für den Herrn. Für den Herrn. Ja. Okay, also nur für diejenigen, die Interesse daran haben, da könnt ihr euch weiter informieren auf der Website und auch damit connecten. Da gibt es auch ein paar Infos zu der Demonstration, die am 1.8. in Berlin ist. Heißt Tag der Freiheit von verschiedenen Organisationen zusammen organisiert. Da wird auch diese Bewegung Christen im Widerstand dabei sein. Wer da Interesse dran hat, einfach, dass du weißt, wo du dich hinwenden kannst, wo du weitere Infos bekommst. Sie machen sich auch stark für die Wahrung unserer Grundrechte. Jo. Es geht hier nicht nur um Corona und ich bin gegen Corona oder ich bin für Corona oder ich wünsche dir die Seuche, wenn du keine Maske trägst oder so ein Pillepalle. Also das ist es. Das waren Kommentare beim Chat. Beim Chat, ja. Ja. Wo Leute sagen, ich wünsche dir die Seuche. Also darum geht es gar nicht nur, sondern es geht darum, dass in dieser Zeit wirklich Grundrechte beschnitten wurden. Und vielleicht merkst du das jetzt noch nicht oder du merkst es im geistlichen Bereich, dass du hellhörig geworden bist und sagst, ich weiß nicht, irgendwie komisch. Und wie du sagst, da hab dass ich man jetzt ein nicht... Bild. Unbedingt mit anderen drüber sprechen kann, weil sie sagen, nein, ich bin nur dem gehorsam, was die Regierung sagt. Jemand hat uns angeschrieben, hat gesagt, in meiner Gemeinde kann ich nicht mehr gehen. So quasi, da bin ich geächtet, da bin ich draußen. Ja. Und es gibt Leute, da ist im Hauskreis ist eine Trennung drin und so weiter. Wo oder du merkst, in Familien, in Freundschaften. Also wirklich krass. Es hat wirklich Auswirkungen gegeben von dieser Krise. Also auch wenn jetzt hier noch Leute sind, das wollen wir ganz deutlich sagen, die denken, alles geht wieder, man dreht einfach nur wie eine Uhr zurück und man macht das Gleiche wieder wie vorher. Das wird nicht mehr so sein, ihr Lieben. Wir müssen uns auf neue Dinge einstellen. Wir müssen sehen, dass wir stark werden im Glauben und stark werden in dem Hinschauen auf Christus, in unserer Identität, in Autorität kommen. Das ist das, wohin wir das auch prophetisch beurteilen, wohin die Reise geht. Da geht es heute hinterher noch ganz ausführlich drum. Genau. Ja. Okay. Okay, aber ich habe euch hier noch eine, so eine kleine Statistik. Tabelle mitgebracht, diese Statistik hier. Mhm. Die finde ich bemerkenswert. Und zwar Todesfälle. Hier haben wir mal die letzten Jahre, wo du den einen Balken siehst, ne, da sind die Grippetoten. Also diejenigen, also die Zahlen sind übrigens vom RKI, ne? Das sind Zahlen vom RKI und diese RKI. Robert-Koch-Institut. Ja, genau. Und diese Zahlen zeigen dir, also die Grippetote,
2014-15 hast du 21.300 Grippetoten, natürlich keinen Corona-Toten. Dann im Jahr 16-17 hast du 22.900 Grippetote, keinen Corona-Toten. 17-18 hast du 25.100 Grippetote in Deutschland, nur in Deutschland, ne? Kein Corona-Toten. Und jetzt kommt das interessante Jahr 2019-20. 434 Grippetote. 434. Und dafür auf einmal 9.000 Corona-Tote. Wenn du beides zusammennimmst, ist es nicht mal die Hälfte vom Vorjahr. Was geht eigentlich ab? Ja. Das sind Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Wer da von einer Pandemie spricht oder dass irgendwelche Unmassen von Menschen in Deutschland hier zu Tode kommen, der irrt. Und die Zahlen sind ja noch getürkt. Da sind ja alle die mitgezählt, die an irgendwas gestorben sind und nicht an Corona. Die vielleicht vorher mal Corona hatten. Ja, jeder, der mal Corona hat und irgendwie zu Tode kommt, ist ein Corona-Toter. Das ist so festgelegt worden, was völlig unsinnig ist. Ne? Und natürlich, man muss sich bei dieser Sache natürlich noch eins berücksichtigen. Um diese 9000 tote Menschen, ja, in der Regel sehr alte Menschen, teilweise älter als die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland, du musst sehen, was auf der anderen Seite beispielsweise die Leute sind, die übersehen worden sind, die vergessen worden sind, die leiden. Ja? Also die nicht Corona gehabt haben, auch keine Infektionen in dem Sinn, sondern die an anderen Erkrankungen. Nee. Die einfach nicht übersehen worden sind. Beispielsweise all die Leute, die in Selbstmord gegangen sind. Aufgrund von diesem auch, Ding, von dieser irren Angst. Mhm. Ja, dann die Menschen, die irgendwo alleine vor sich hingestorben sind. Entweder im Krankenhaus oder zu Hause. Die sich auch nicht teilweise ins Krankenhaus getraut haben. Dann natürlich die Situation. Ja, Gewalt in den Familien. Mhm. Missbrauch, die Leute, die durchgebracht sind, die Kinder, die psychischen Knall gekriegt haben, weil auf einmal alles zusammengebrochen ist und dann nur noch vom Computer irgendwelche Ballerspiele gespielt haben, ja, der Zunahme von Pornografie und so ein Kram, ne? Also die psychischen Störungen bei den Leuten, solche Sachen, dann natürlich die Existenzen, die zerstört worden sind, die jetzt schon zerstört worden sind, die in den nächsten Monaten rasant weiter voranschreiten werden. Ja? Dann all die Leute, die krank sind und wo jetzt die Behandlung nicht kam, wo man das nicht rechtzeitig gesehen hat, gerade die Leute mit Herzinfarkten oder sowas. Ja? Einfach weil die ganzen Vorsorgeuntersuchungen oder die ärztlichen Behandlungen einfach ausgesetzt worden sind, weil es wurden nur noch Corona-Leute angenommen. Ne? Also das ist ein interessantes, vielleicht sonstiges nicht Thema. Nur, aber vorwiegend. Und die Leute hatten selber durch die Medien eine überzogen, ja, ich weiß nicht, ob es überzogen war, aber eine sehr starke Angst, ins Krankenhaus zu gehen, zu Ärzten zu gehen. Man hatte gesehen, wie alle diese Schleusen aufgebaut wurden. Und ich habe mit vielen Leuten Kontakt gehabt, die gesagt haben, das macht mir Angst. Schon allein, wenn ich das sehe. Und ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich dann da zur Behandlung gehen würde. Und das hat auch wieder Wellen geschlagen für Industrien oder Firmen, die genau in diesen Bereichen ja auch arbeiten. Und ich denke, wir sind erst am Anfang von dem, was wir wirtschaftlich in den kommenden Monaten sehen werden, welche Arbeitsplätze wegbrechen. Und wir beten dafür, dass Arbeitsplätze erhalten werden, dass Firmen stabilisiert werden, dass wenn du einen Arbeitsplatz verloren hast, dass du in einen neuen reinkommst oder wirklich in was Besseres kommst. Gott vergisst seine Kinder nicht. Ja, ja? Absolut. Absolut, das ist der Punkt. Ja. Also es gibt viele, viele Menschen, die leiden sehr, sehr stark unter diesen Corona-Maßnahmen. Ja, das stimmt. Also wirklich. Und ich würde sagen, das ist jetzt nur eine Zahl, aber ich schätze mal, es sind Millionen. Und das Ganze hat überhaupt für mich gar keine Relation, wenn du siehst hier die Grippezahlen. Ja, das ist alles völlig aus dem Ruder geraten. Und von daher denken wir, da ist etwas, was sehr, sehr sonderbare Eigendynamik hat. Und das ist natürlich genau der Punkt, um den es geht. Mhm. Denn, weißt du, auf welche Infos kannst du dich verlassen? Kannst du dich auf die öffentlichen Statements verlassen? Kannst du dich auf das verlassen, was in den sogenannten Qualitätsmedien kommuniziert wird? Kannst du dich darauf verlassen? Oder sagst du, ich weiß nicht, es klingt alles so komisch, das ist wie ein Mantra, was immer wieder eingedroschen wird und gleichzeitig hast du Zahlen, die RKI-Zahlen, die eine andere Sprache sprechen, wo du sagst, da ist doch irgendwie was komisch. Ja, und du merkst auch,
allein wenn du schon eine Frage stellst oder sagst, hier irgendwie irritieren die Zahlen, kommt sofort die Keule, Verschwörungstheoretiker, rechtsradikal. Ja, was ja völlig absurd ist. Ja. Ja. Und dieses Ding bringt immer mehr Leute dazu zu denken, Moment mal, hier geht irgendwas ganz Eigentümliches ab. Und dann bewegen sie sich natürlich übers Internet in irgendwelche Seiten und da gibt es Sachen, die sind okay. Gibt's auch komische Sachen. Es gibt Sachen, die sind okay, die sind verlässlich, das sind gute Sachen. Auch wie gesagt, hier sowas, wie wir es ja gerade weitergegeben haben mit Christen Widerstand. Manchmal haben wir auch Webseiten empfohlen. Auf unserer Webseite haben wir selber Dinge verlinkt, wo wir sagen, hier, das sind nach unserem Ermessen saubere Informationen. Aber du findest auch einen Haufen, wo du sagst, das ist echter Schrott. Ja, auch unter christlichem Deckmäntelchen. Und im Grunde genommen hast du folgendes Problem. Du weißt nicht, welche Informationen sind wirklich verlässlich. Was habe ich an Informationen, die wirklich tragfähig sind? Ja, was kommt wirklich auf uns zu? Kann ich mich auf die einen verlassen? Nicht wirklich. Kann ich mich auf das verlassen? Auch nicht wirklich. Wo finde ich Informationen, die echt richtig sind? Und als Christen ist es vollkommen klar, wir brauchen das Reden Gottes und wir brauchen es jetzt. Du brauchst jetzt die Information, was sagt Gott zu der Situation. Yes. Und deshalb heute diesen Abend, wo es ums Thema prophetisches Reden Gottes in unsere Situation jetzt geht. Genau. Weißt du, es geht nicht darum, was vor 500 Jahren war oder was in 500 Jahren sein wird, sondern es geht darum, was jetzt ist. Du brauchst jetzt eine Information, wie Gott heute redet. Und deshalb Prophetie. Yes. Ein extrem wichtiges Thema. Genau. Und da haben wir einen, also wir haben eigentlich einen kleinen Clip mitgebracht. Mhm. Und dieser kleine Clip wollen wir euch abspielen, dauert nur 4 Minuten. Der ist von Jesus Crew. Das sind Österreicher, die arbeiten sehr eng mit dem Reinhard Hirtler zusammen. Mhm. Den werden wir auch gleich noch zitieren. Und schaut euch das einfach mal an. Ich fand das absolut grandios und es hat uns wirklich sehr gesegnet. Ja. Und fasst auch zusammen, worum es geht. Was ist gerade los in dieser Welt? Viele Menschen können nicht mehr richtig einordnen, was hier gerade wirklich vor sich geht. Geht es hier überhaupt noch um ein Virus, der dem Wohl der Menschheit schaden könnte? Oder gibt es hier eine ganz andere Agenda, die von wenigen Mitmenschen erkannt wird? Man wird doch wohl noch hinterfragen dürfen, in einem Land, in dem die Grund- und Freiheitsrechte der Staatsbürger gelten, oder? Könnte es sein, dass es Eliten gibt, die uns Menschen immer mehr von sich abhängig machen wollen? Könnte es sein, dass es Unternehmer gibt, die mit Impfungen viel Geld verdienen möchten und dabei über Leichen gehen? Könnte es sein, dass wir uns eingestehen müssen, dass wir Menschen gewählt haben, die für uns sprechen sollten, doch nicht die richtigen sind, da sie nicht aus reinem Herzen entscheiden und beeinflusst worden sind? Menschen haben einen freien Willen und machen Fehler. Hast du das gewusst? Könnte es sein, dass es Kräfte gibt, die den Mittelstand abschaffen möchten? Unter dem Motto, wozu brauchen wir überhaupt freie Unternehmer? Können die notwendigen Bedürfnisse der Menschen nicht einfach zentral gesteuert werden und von Konzernen befriedigt werden? Eine neue Form von Kontrolle, die man global durch einen Ausnahmezustand gut organisieren könnte, inszeniert von einer kleinen Gruppe von machtsüchtigen Mitmenschen. Ja, das könnte sein. Und noch viel mehr. Aber diese fehlgeleiteten Menschen machen die Rechnung ohne ihn. Der Herr des Universums sitzt nach wie vor auf dem Thron. Und er lächelt über diese eigenwilligen Pläne der machthungrigen, selbsternannten Finanzdiktatoren hinter dem Weltsystem. Was will ein komischer Verein von Menschen gegründet gegen den ausrichten, der das All ganz und gar beherrscht? Er hat alles fest im Griff. Denn er ist unser himmlischer Vater. Und er lacht über seine Feinde. Vergiss niemals, welche Autorität du von Gott durch deine Geburt erhalten hast. Du bist nicht nur auf dieser Erde, um kostenlos den Sauerstoff zu konsumieren. Nein, es gibt einen guten Grund, warum du hier bist. Du hast dieselben Rechte auf dieser Welt wie auch alle anderen Menschen.
selbst Menschen, die sich in der Dunkelheit verirrt haben. Jetzt geht es um Nächstenliebe und darum, dich zu besinnen, wer du für Gott bist und welche Power deine Worte und Taten in dieser Welt haben können, wenn du diese einsetzt. Wacht auf, stellt Fragen, trefft Entscheidungen von Herzen und lasst euch nicht mehr belügen. Sei ein Licht in dieser Welt, denn wo Licht ist, flieht die Finsternis. Ein genialer Clip, der mir sehr geholfen hat, die Dinge doch ein bisschen besser einzuordnen. Was ich noch vorher sagen möchte, ist, manche Leute fragen uns an, welche Bibelübersetzung habt ihr denn? So, also grundlegend arbeiten wir immer mit der Elberfelder Übersetzung, aber heute weißt du, über Internet werden viele Bibelübersetzungen angeboten und so schauen wir manchmal, was ist am erklärungseinfachsten oder am tiefsten oder nochmal von der anderen Seite, so dass wir verschiedene Bibelübersetzungen manchmal zu Hilfe nehmen. Aber der Grundtext, von dem wir ausgehen, ist die Elberfelder Bibel. So, mein Thema ist, warten lohnt sich? Lohnt sich warten wirklich? Was ist mit prophetischem Reden? Was ist mit prophetischen Worten? Ihr habt es eben gehört, dass ja das schon auch manchmal herausfordernd ist. Und das ist auch richtig. Prophetische Worte und prophetisches Reden fordern mich heraus. In meinem Glauben an Gott, im Hören auf den Heiligen Geist, auch im Reden, was redet der Heilige Geist zu mir persönlich in mein persönliches Glaubensleben, in mein Leben überhaupt mit dem Herrn, in meine Beziehung mit dem Herrn, was spricht er und wie sieht meine Veränderung in dem Glaubenslauf, den ich mit dem Herrn habe, aus? Verändere ich mich oder stagniere ich oder gehe ich einen Schritt zurück oder wie auch immer? Und am Anfang will ich auch sagen, wir haben schon auch viele, also Martin und ich, für den Dienst, auch für uns persönlich, wir haben viele prophetische Worte bekommen. Und bei manchen, das muss ich echt sagen, als sie uns gesagt wurden, vor allen Dingen dann, wenn es Leute waren, die uns eigentlich gar nicht kannten und die prophetisch über uns gesprochen haben, da musste ich schmunzeln. Also zum Beispiel sage ich mal, ein Prophet hat über uns geweissagt, ein prophetisches Reden gegeben und er hat gesagt, hey, stellt eure Koffer bereit, ihr werdet sehr viel unterwegs sein, ihr werdet viele Predigten, viele Termine haben und stellt also eure Koffer nicht auf den Dachboden, stellt sie griffbereit. Und ich dachte, Mensch, wenn du wüsstest, wir haben seit Monaten, seit Jahren überhaupt gar keine Einladungen zu irgendwelchen Sprecherterminen. So, das war für mich wirklich so ein Sarah-Lachen. So, hast du zwar nett gesagt, aber da ist nichts in Sicht. So, da war ich noch sehr, sehr ungeübt mit prophetischem Reden. Ich habe das nicht verachtet, aber ich habe im Natürlichen geschaut und habe gesagt, das kann ja gar nicht sein. Ist ja Blödsinn. Und doch, wirklich und doch, nach vielleicht so einem halben Jahr kamen die ersten Anfragen zu uns, ob wir kommen könnten, um Seminare zu halten über die sieben Feste oder überhaupt Gebetstage zu gestalten bis in die Schweiz. Es war wirklich krass und es hat sich tatsächlich so herausgestellt, wie das prophetische Wort gewesen ist. So, also das meine ich damit, prophetisches Reden und prophetische Worte, die fordern mich heraus. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht auf meine Ziele und Wünsche und auf meine natürlichen Sichtbarkeiten verlasse
Oder als erstes da drauf schaue und sage, das geht ja gar nicht. So, was ich gelernt habe von den prophetischen Reden für mich selbst, das ist, so verschiedene Attribute, die ich für prophetisches Reden so als eine kleine Messtabelle anlege. Das eine ist, prophetisches Reden schaut weg von meinen eigenen Wünschen, von den Festlegungen, dass ich denke, das war schon immer so und das kann ja nicht sein, von Fehldeutungen, von Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, wenn eben das dann nicht so kam oder noch nicht so kam, sich noch nicht so erwiesen hat. Dieses prophetische Reden, was wegschaut von den Zielen und schaut hin auf den, der alles in seinen Händen hält und der eine viel größere Schau hat über mein Leben, über das Leben meiner Familie, meines Dienstes, was auch immer. Das zweite ist, prophetisches Reden muss die Hingabe an Gott und seine Ziele und Absichten absolut in den Worten deutlich machen und im Vordergrund stehen. Das dritte ist, es muss Jesus groß machen und mich in die Anbetung und in den Lobpreis einleiten. Das vierte, es muss Vertrauen auf Gottes Liebe und seine guten Absichten mit seinen Kindern widerspiegeln. Es muss, sagen wir es mal so, es muss auch positiv ausgerichtet sein mit einem Anspruch Gottes, mit seiner Liebe, mit der er uns umgibt, mit der er uns zieht, mit der er uns lockt. Das muss für mich im prophetischen Reden sein. Es muss das Ziel haben, Menschen zu Jesus zu führen und ihn bekannt zu machen. Und es muss aufheben aus Schwachheit, aus negativem Denken und Reden und Glauben freisetzen, meinen Glauben stärken, meinen Glauben aufbauen, fast wie so etwas, was, an was ich mich dranhängen kann. Und es muss so sein, dass ich davon angereizt werde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr eine Predigt hört oder Wort Gottes hört oder jemand sagt euch etwas von Gott und ihr habt den Eindruck, oh, das ist echt cool, das ist gut, da möchte ich mich dranhängen, das will ich auch lernen, das will ich auch haben, das ist etwas, was ich in meinem Leben noch nicht so erlebt habe, aber ich will das haben und ich will ein Erlebnis, eine Erfahrung mit Gott machen. Und das ist für mich auch immer so ein Attribut, was ich bei prophetischem Reden haben möchte, was ich suche, wo ich mich hinausstrecke. So, das sind so meine persönlichen Ansprüche. Und das andere ist auch, dass ich schaue auf das Leben dessen, wenn es möglich ist, auf das Leben dessen, der das prophetische Wort weitergibt. Wie integer ist dieser Mensch? Wie loyal ist dieser Mensch? Was hat er an Werken? Wo ist er mit Gott unterwegs? Wo hat er ein Zeugnis oder wo haben andere ein Zeugnis über sein Leben? All das sind für mich wichtige Hinweise, dass ich dieses Reden, dieses prophetische Reden für mich nehmen kann und in Anspruch nehmen kann. So, also ihr wisst ja mittlerweile, also die schon immer mit uns unterwegs sind und die Abende auch mitverfolgen, für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, dass die Dinge, über die wir sprechen, die Themen, über die wir sprechen, rückgeblendet sein müssen, quasi vorausgeschattet sein müssen in der Bibel. Und da habe ich jetzt ich will euch zwei Personen einfach vorstellen, wo es um prophetisches Reden geht, um Propheten, um eine Prophetin. Und da möchte ich mit euch gerne reinschauen. Die beiden sind eigentlich so an der Schnittstelle, würde ich mal sagen, vom Alten zum Neuen Testament. Sie sind noch im Alten Bund, aber an der Schnittstelle, wo etwas total Neues, Geniales und das Beste überhaupt passiert. Und sie haben diesen
Bund, den neuen Bund, der sich quasi in ihren Armen befindet, gerade jetzt. Und sie sind an dieser Schnittstelle. So, wahrscheinlich haben es schon manche erkannt. Die erste Person, die ich euch vorstellen möchte, ist Simeon. Die meisten von euch wahrscheinlich werden Simeon immer mit der Weihnachtsgeschichte in Verbindung bringen, weil sie kurz nach der Weihnachtsgeschichte eben berichtet wird. Wir lesen in Lukas 2, wenn du mit das verfolgen möchtest, ab Vers 25. Hier treffen wir nämlich, Entschuldigung, hier treffen wir Simeon. Jo, kannst du mir was zu trinken holen? Hier treffen wir Simeon im Tempel an, als Maria und Josef das kleine Jesusbaby dort, danke. Als Maria und Josef das kleine Jesusbaby im Tempel darbringen wollen. Es sind die 40 Tage der Reinigung von Maria zu Ende. Und Jesus wurde schon am achten Tag beschnitten, wie es in der jüdischen Tradition verankert war. Und die Eltern bringen jetzt dieses Sündopfer. Für sie waren das zwei Turteltauben. Diese Reinigungsvorschrift bezieht sich auf das, was Mose dem Volk gegeben hatte. Du kannst das lesen in 3. Mose 12, Vers 6. So, also sie hatten alle Vorschriften erfüllt, die Mose gegeben hatte. Und als die Reinigungszeit von Maria zu Ende ist, kommen sie nun mit dem Baby in den Tempel. Und wir lesen Lukas 2, ab 25. Und da war in Jerusalem einer mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels und Heiliger Geist ruhte auf ihm. Ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er werde den Tod nicht schauen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Nun kam er vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um an ihm zu tun, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, dann nahm er Simeon es auf die Arme und pries Gott. Was für eine Story, was für eine Offenbarung, die dieser Mann kurz vor seinem Tod quasi bekommen hat. Simeon, er war umgeben von Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit und von einem despotischen Herrscher von Herodes, der das Volk unter die Knute zwang und mit Ungerechtigkeit es bedrückte. Keine Gerechtigkeit, keine Gottesfurcht, sondern Druck und Zwang. Das war die gesellschaftliche, die äußere Situation. Simeon, sein Name bedeutet die Erhörung. Wie genial! Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass Namen in der Bibel immer mit der Situation, mit dem Leben, mit der Prägung von Menschen zu tun hat. Oft mit der Berufung, oft mit dem, was sie für den Herrn unternehmen oder für den Herrn leben. Simeon, der gerechte Mann. Das hebräische Wort für gerecht bedeutet hier so viel wie aufrecht. Gottesfürchtig, wird ja im Text auch gesagt. Einer, der vor Gott steht. Und im Alten Testament bedeutet das mehr als nur eine Übereinstimmung mit den Geboten, die Gott gegeben hat. Sondern es bedeutet, dass eine Person in dem richtigen Verhältnis mit Gott steht. Sowohl in seinem Herzen als auch in seinem Tun, in seinem Gebetsleben, in seinem ganzen Wandel mit Gott. Es ist der geistliche Zustand seines Herzens und er muss wahren Glauben, Liebe und Ehrfurcht vor Gott haben, quasi darauf gegründet sein. Welch ein geniales Zeugnis wird uns da über diesen Mann gegeben. Ich denke manchmal bei Personen, die so in der Bibel vorgestellt werden, da denke ich bei manchen, oh, ich möchte gerne, dass Gott das auch über mein Leben sagt. Ich möchte gerne, dass Gott mich
so anschaut, dass Gott so ein Zeugnis über mich hat und dass Menschen ein gutes Zeugnis über mich haben. Simeon hatte von dem Heiligen Geist ein prophetisches Wort bekommen. Du wirst nicht sterben, bevor du den Messias gesehen hast. Der, auf den du wartest, auf den das ganze Volk wartet. Und Simeon wartete. In der Bibel wird nicht berichtet, wie lange er gewartet hat. Es wird nicht berichtet, wann bekam er dieses Wort. War er da noch jung? War er im mittleren Alter? War er schon weiter fortgeschritten im Alter? Oder war es erst vor 4 oder 6 Wochen ihm gegeben worden? Aber in der Bibel heißt es, Simeon wartete. Und ich glaube, wenn in der Bibel steht, er wartete, dann wartete er wirklich. Und dieses Warten, was da gemeint ist, das ist dieses Ausharren. Wir hatten in der Bibelschule einen, der Leiter der Bibelschule damals, er ist Amerikaner und er hat damals gesagt, das schrecklichste Wort für ihn in Deutsch ist Ausharren. Und dann hat er darüber gesprochen, was Ausharren bedeutet. Und das ist tatsächlich für dich und für mich ein Wort, was wir nicht unbedingt schätzen in seiner eigentlichen Ausprägung. Simeon hatte ein prophetisches Wort empfangen und es dauerte. Ich habe vorhin gesagt, wir haben prophetische Worte auch bekommen, Martin und ich, für unser persönliches Leben, für über das Leben unserer Kinder, über unseren Dienst. Und manche von diesen Worten sind noch nicht erfüllt. Manchmal sagen wir, die liegen noch in der Pipeline. Wir warten noch drauf, dass wir das wirklich in Existenz kommen sehen. Dass wir das wirklich im Natürlichen sehen, anfassen können, sprechen können darüber, ein Zeugnis haben werden. So, und das ist das, was Simeon hier auch erlebt. Bevor du stirbst, wirst du den Retter Israels, den Trost Israels gesehen haben. Jeden Tag konnte ja dieser bestimmte Tag sein. Jeder Tag hätte die Möglichkeit gehabt, wenn Simeon in den Tempel geht, dass er dann diesem Retter Israels begegnen würde. Er würde den sehen, der da kommen würde, wie die Propheten vor ihm geweissagt haben. Lass mich dir noch sagen, in dem Alten Testament findet man etwa 330 Prophetien, die sind dort verankert, wo es um das Zeugnis über das Kommen des Messias geht. Das ist das, was er sein wird, was er tun wird und sogar die Ankunft von dem Messias wurde den Propheten viele Jahrhunderte im Voraus gesagt, sowohl hinsichtlich des Ortes, aus dem er kommen würde, als auch, dass das Volk ihn erwarten sollte. Exakt festgelegt und mitgeteilt. Der Messias sollte aus einem Ort kommen, aus dem die Familie Davids stammte. Denn ihr wisst, Gott hatte David eine Zusage gegeben, dass der Königsthron niemals leer sein würde. David war in Bethlehem als Sohn seines Vaters Isai geboren und aufgewachsen und der Prophet Micha, der verkündete circa 700 Jahre vor Christus, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Diese Prophetie nennt nicht nur den Geburtsort von Jesus, sondern sie weist auch auf seine Gottheit hin und auf seine Unendlichkeit, auf diese Ewigkeit. Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen. Als die Weisen kurz drauf in diesem Bericht von Simeon, als die Weisen da zu dem Herodes kommen,
Das war etwa 700 Jahre nach dieser Prophezeiung von Micha. Und sie wollen den neugeborenen König der Juden anbeten. Da fragte der König Herodes die Schriftgelehrten, aus welcher Stadt soll denn dieser Messias kommen? Und die Schriftgelehrten zitieren Micha 5, Vers 1. Aus dir, Ephrata, wird der kommen. Und daran siehst du Prophetien, die über Jahrhunderte gegeben wurden, immer beibehalten wurden. Sie wurden gelehrt, sie wurden den Generationen weitergegeben. Und Simeon hatte von Gott auch ein Wort empfangen. Und dieses tiefe Sehnen trug er in seinem Herzen. Ein Erlöser wird kommen. Ich werde nicht sterben, bevor ich den Christus den Christus des Herrn gesehen habe. Vielleicht wartest du auch auf die Erfüllung von Worten, von Verheißungen, von Visionen, von Bildern, die du speziell persönlich von Gott bekommen hast. Die Gefahr ist immer bei uns die, dass wir warten, ja, wir harren aus, ja, da sind Bedrängnisse, aber die Gefahr ist doch die, dass wir irgendwann an den Punkt kommen und sagen, ich weiß nicht, wird vielleicht doch nicht so gewesen sein. Die Umstände sind gar nicht so, wie ich mir das dachte und es entwickelt sich ja auch nichts und wahrscheinlich habe ich mich verhört. Oder andere sagen, naja, das ist ja auch eine Prophetie, die kann ja gar nicht in deinem Leben sein. Guck dich doch mal an und deine Umstände, guck doch mal deinen Weg an, geht doch gar nicht. So, die Gefahr ist die, dass wir aufgeben oder dieses Wort fallen lassen. Dann ist es weg, unter Umständen. Gott, ich weiß, Gott kann dieses Wort wieder hervorholen. Gott kann es wieder neu in deinem Herzen zur Erkenntnis bringen. Gott kann es dir wieder neu offenbaren. Aber dieses Wort harren oder ausharren, das ist ein Wort, also das ist so zumindest für mich ein Wort, was ich nicht mag. Das ist nicht meine große Stärke, dass ich ausharre und sage, Herr, du hast mir das gesagt und ich glaube das und ich erwarte das und alle diese Dinge. Sondern ich bin dann auch eher so ein bisschen, dass ich sage, wenn ich die Sache mir so angucke, ich weiß nicht. Ausharren bedeutet ein geduldiges, sehnsüchtiges Aushalten über einen längeren Zeitraum. Jetzt weißt du, was Ausharren bedeutet. Und ich weiß, die meisten von euch haben solche Situationen erlebt, wo dieses lange Aushalten immer noch gefordert ist. Aber das, was ich auch gelernt habe, was ich dir weitergeben möchte, ist, in diesem Aushalten, in den Bedrängnissen, habe ich Glauben behalten und ich habe Glauben entwickelt und ich bin oft da dran gewesen und habe gesagt, Herr, du hast es gesagt, in meinem Herzen ist ein Zagen und ein manchmal ein kleiner Widerspruch, dass ich das für unmöglich halte. Herr, vergib mir das, wenn du es gesagt hast. Ich will mich wieder neu danach ausstrecken und will dieses geduldige, sehnsüchtige Aushalten über einen längeren Zeitraum lernen und beibehalten. Du findest in dem Psalm ganz oft das Wort ausharren oder ich harre auf den Herrn und er neigte sich zu mir, er hörte mein Schreien und er setzte etwas in Gang, das mir half. Oder im Psalm 25, Vers 3 heißt es, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich weiß, hier sind Leute heute Abend, die haben eine Schwäche im Körper. Die haben eine Krankheit überwunden, eine Infektion und sie sind jetzt geschwächt. Und manchmal besteht die Gefahr, dass sie hinfallen.
Ich bete, dass diese Leute jetzt dieses Wort für sich persönlich nehmen und dass sie stark werden in ihrem Körper. Wir proklamieren Stärke in euren Körper hinein, dass diese Schwäche weicht und dass ihr aufsteht mit Flügeln wie Adler, dass der Herr euch übernatürlich neue Kraft zukommen lässt. Schauen wir zurück auf Simeon, Vers 27. Nun kam er geführt vom Geist in den Tempel. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns. Du musst geführt sein vom Heiligen Geist. Du musst geführt sein. Du musst eine ganz enge Beziehung zum Heiligen Geist haben, dass du die Worte von ihm empfängst. Dass manche Leute sagen, ich höre das nicht, ich kann das nicht. Und so, streck dich danach aus. Gib nicht auf. Bleib dran. Bete, dass Gott dir durch den Heiligen Geist sein Wort offenbart. Bete, dass das Wort Gottes zu dir spricht. Bete, dass das lebendige Wort Gottes in dein Leben kommt und deinen Glauben verändert. Es gibt Zeitabläufe und es gibt diese Timeline Gottes und die gibt es auch in deinem Leben, wo Worte in Erfüllung kommen werden. Ich bin überzeugt, dass Worte, die du empfangen hast in deinem Leben von Gott, vom Heiligen Geist, was er dir gesagt hat, dass sie in deinem Leben zur Erfüllung kommen und du wirst ein Zeugnis haben. Oft frage ich mich, wenn ich den Bericht über Simeon lese, dann frage ich mich, hat Simeon wirklich dieses Baby erwartet? Denn er wusste ja, dass das, was die Propheten vorausgesagt hatten, zum Beispiel in Jesaja, dass da der Retter kommen würde, der das Volk erlösen würde. Das war die große Erwartungshaltung des Volkes Israel, dass sie diesen Retter erwarten, dass sie den Befreier erwarten, der sie von dem Joch dieses Herodes, von dieser römischen Besatzungsmacht einfach befreien würde. Das hatte das Volk ganz tief in seinem Herzen. Und das war bestimmt auch das, was ihre Gebete im Tempel einfach beinhaltete. Und ich frage mich manchmal, hat Simeon wirklich dieses kleine Baby erwartet? Ein bisschen länger als anderthalb Monate. Jesaja 9 beschreibt diesen Messias. Es heißt dort: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Rat, er heißt Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Das war das, was diesen Retter ausmachen würde. Das waren seine Attribute. Und jetzt dieses Baby. Ja, da heißt es, uns ist ein Kind geboren. Das ist in der Bibel gemeint mit Kind. Aber es heißt dann weiter, ein Sohn ist uns gegeben. Und wenn in der Bibel die Rede von Sohn ist, dann ist damit gemeint ein zur Reife gekommener Mensch. Dann ist damit gemeint ein Mensch, der Autorität hat, ein Mensch, der eine Identität hat. Dann ist er zur Reife gekommen, nicht nur als Mensch, sondern auch in seinem Glauben an Gott. Vers 28, da nahm Simeon es, das Baby Jesus, auf die Arme, pries Gott und sprach, und jetzt kommt etwas sehr Erstaunliches, das ihm nur durch den Heiligen Geist vermittelt werden konnte. Er beschreibt in wenigen Sätzen die gesamte Heilsgeschichte Jesu. Er beschreibt das Kommen Jesu als den Wendepunkt, als den Shift, würden wir heute sagen. Vorher kommt seine persönliche Worterfüllung, nämlich Simeon sagt, nun Herr, lässt du deinen Diener gehen, in Frieden, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Das war für ihn die Erfüllung, das war für ihn die Bestätigung, das war das Zeugnis und das war für ihn das, woran er so lange persönlich festgehalten hatte. Und auch in deinem Leben wird der Herr handeln. Halte fest, halte an ihm fest, halte an den Zusagen fest. Warte, dass seine Verheißungen zustande kommen. Warte darauf, dass diese biblische Zusage kommt.
Vielleicht wartest du schon lange auf diese Lösungen, auf diese Antworten, auf Heilung, auf das, dass deine Kinder wieder zurückkommen, dass Situationen, die so bedrängend sind, sich auflösen. Warte und bete und entwickel deinen Glauben und deine Beziehung mit Jesus so intensiv, wie es nur geht. Jemand hat zu mir hatte gesagt, warte mit Sehnsucht. Warte mit Sehnsucht. Bewege das, lass es nicht fallen, sondern bewege das. Das heißt, mit allem Flehen, mit aller Danksagung und mit allem, was Gott dir gegeben hat. Und dann prophezeit Simeon eben über dieses Baby in seinen Armen und auch über die Mutter Maria. Wir lesen in Vers 30, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. Jesus ist gekommen für alle Nationen. Er ist gekommen, damit Menschen an ihn glauben, dass Menschen sehen, dass er für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist das Wichtigste, was für die Nationen gültig ist. Heute drehen sich die Nationen um sehr viel Schwieriges, Negatives. Aber wir wollen glauben, dass es eine Veränderung gibt und dass die Nationen wieder Jesus erkennen. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Das war das, was Gott vorhatte, als er Jesus gesandt hat, das Heil in Jesus Christus den Menschen zu schenken, den Nationen zu bereiten. Eine Erlösung von Schuld und Sünde. Und jeder, der ein Herz hat, was sich für Jesus öffnet, jeder, der den Glauben an Jesus empfängt, der kann dieses Heil in seinem Leben empfangen. Schauen wir noch kurz auf eine zweite Person, die eigentlich genau in diesem Augenblick, wo Simeon über dem Baby prophezeit, dazukommt zu dieser kleinen Gruppe. Und dann lesen wir gleich weiter in Lukas 2, 36 bis 38 eine auch sehr erstaunliche Person. Also eine Frau, wo ich denke, wow, was macht ihr Leben aus? Das muss so eine brennende, gläubige, an Gott festhängende Person gewesen sein, wo ich sage, sie ist für mich echt ein Vorbild. Die Bibel sagt, dass sie jeden Tag im Tempel war. Die Prophetin heißt Hanna. Von ihr heißt es, zur selben Stunde trat auch sie auf und pries Gott und sprach von ihm zu allen, die auf die Erlösung Israels oder Jerusalems warteten. Und in nur wenigen Sätzen, da kannst du die ganze Biografie von dieser Frau lesen. Und das ist eine Biografie, wo ich manchmal denke, also so möchte ich auch nicht leben. Es ist eine sehr herausfordernde Geschichte in ihrem Leben gewesen. Sie war eine Frau, die stammte aus dem Stamm Asser. Sie war 7 Jahre verheiratet und danach Witwe und nun 84 Jahre alt. Und das heißt, sie verließ den Tempel nie. Sie diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Was für eine Biografie. Total beeindruckend. Ihr Name bedeutet Gnade. Und sie wird uns als Prophetin beschrieben. Das heißt, sie muss wohl bekannt gewesen sein als eine Frau, die mit Gott eine enge Beziehung hatte, die sein Reden hörte und dieses Reden an die Menschen weitergegeben hat, in ihr Leben hineingesprochen hat. Und sie war total erfüllt mit dieser Sehnsucht auch nach dem Erlöser. Sie verließ den Tempel nie. Und sie war immer in der Erwartung der Gegenwart und der Begegnung mit Gott. Und nun war dieser Augenblick gekommen, wo sie das Baby sieht und sie beginnt sofort mit dem Lobpreis. Schau, das ist eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Es ist manchmal so, dass man auf einmal, zack,
Da weißt du, oh Gott hat zu mir gesprochen. Der Heilige Geist hat mir eine Offenbarung gegeben. Der Heilige Geist hat mir ein Bild geschenkt, eine Vision geschenkt. Er hat durch andere gesprochen, durch eine Predigt gesprochen. Und ich nehme das für mich. Und das ist genau dieses bei Hanna gewesen. Der Lobpreis stieg aus ihrem Inneren hoch und sie redete zu allen über die Erlösung Jerusalems. Schau, das ist auch unser Auftrag, zu allen zu sprechen. Hanna sagte nicht, okay, also ich rede jetzt nur hier zu der Gruppe von Frauen oder ich rede nur zu den Kindern oder wie auch immer, sondern sie redete zu allen, die dort an diesem Ort gerade waren und zu denen, die ihre Opfer darbrachten und zu denen, die zur Anbetung gekommen waren. Und alle brauchten Hoffnung, alle brauchten Ermutigung und alle brauchten noch dieses Ausharren. Wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben, dann haben wir das Gleiche, was sie gesagt hat. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden oder der Fehltritte oder der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. So beschreibt es Epheser 1, Vers 7. Und der wunderbare Ratgeber, der Friedefürst, der Gottheld, der Planer der Wunder, er kann auch in deinem Leben Wunder wirken. Gott sagt, sollte mir ein Ding unmöglich sein. Das Wort unmöglich, sollte mir was unmöglich sein, sollte das, was ich dir gesagt habe, unmöglich sein, finden wir dreimal in der Bibel. Und deshalb ist es sehr wichtig. Proklamiere dieses Wort, sollte dem Herrn in meinem Leben etwas unmöglich sein, niemals. Es ist möglich, weil er Gott ist. Es ist möglich bei Gott. Nicht bei Menschen, aber möglich bei Gott. Du kannst dir dazu drei Bibelstellen aufschreiben, wo dieses Wort, sollte bei Gott etwas unmöglich sein. Das eine ist 1. Mose 18, Vers 14. Das zweite Jeremia 32, 27. Und das dritte im Neuen Testament Matthäus 17, 20 bis 21. Sollte Gott ein Ding unmöglich sein, lass deine Verheißung, lass dein Wort nicht hinfallen. So, das Letzte, was ich einfach so persönlich nochmal sagen würde, von den biblischen Prophezeiungen ist mir eine wirklich manchmal noch immer eine Herausforderung. Das ist diese Prophetie von Hesekiel 37. Da heißt es, da sagte Gott zu mir, prophezeie über diese Gebeine und sag zu ihnen, o trockene Gebeine, hört das Wort des Herrn, so spricht Gott, Jahwe, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch wehen lassen und ihr werdet leben. Lebendig werden, sprechen, Unmögliches aussprechen in die Dinge, die wir als tot ansehen. Das ist unser Job. Das ist meine Herausforderung. In Dinge Leben hineinsprechen, die ich im Natürlichen als tot empfinde. Der Prophet Hesekiel sieht diese Vision, dieses Tal voller toter Gebeine, ein riesiger Friedhof voller Knochen, gestorben, zu Ende, aus, alle, weg. Knochen repräsentieren Dinge in unserem Leben, die tot aussehen, Situationen, die unmöglich und dauerhaft nicht wiederherstellbar scheinen. Und Gott sagt, Weissage über die toten Knochen. Und Hesekiel ist gehorsam. Das ist ein wichtiger Punkt bei prophetischer Rede. Du musst dieser Rede gehorsam sein. Auch wenn wir prophetische Worte weitergeben, das habt ihr ja ganz am Anfang gehört, das fordert uns heraus. Es fordert uns zum einen heraus zu prüfen, aber auf dem anderen ist es auch so, dass es ja oft so ist, man macht sich angreifbar. In der Tat. Es ist nicht so leicht,
prophetisches Wort weiterzugeben. Weil man weiß, jemand anders beurteilt das total anders aus seiner Situation, aus seinen Augen, aus seinen Erfahrungen. Und er kann jederzeit sagen, du spinnst ja. So, wenn du dieses von Hesekiel siehst, lest dir das mal durch und hör mal in dich rein, was du so an Gedanken über diesen Text hast, wo Gott sagt, Weissage über diesen toten Knochen. Und Hesekiel ist echt krass. Er ist gehorsam und er begann zu den Knochen zu sprechen und ihnen zu sagen, dass sie lebendig werden sollen. Ist das krass? Das ist Glaube. Das ist Glaube. Übrigens passt das gut zu Deutschland, ne? Amen. Zu allen Nationen. Und während er sprach, das ist das, also manchmal denke ich, ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Das ist aber schon ein Horrorszenario, ja, wenn man sich das mal bewusst macht, was da abgegangen ist. Während er sprach, begannen die Knochen zu rasseln und zusammenzukommen und verwandelten sich wieder in Menschen. Schließlich kam Atem in diese Körper und sie standen wie eine riesige Armee. Heute möchte ich sagen, Vater, ich danke dir, dass ich in den Dingen, die in meinem Leben noch immer so unmöglich und so tot aussehen, dass ich in diese Dinge, in deiner Autorität, in dem Namen Jesus hineinsprechen darf, hineinsprechen kann. Und du wirst ihnen Leben einhauchen und sie zur Auferstehung bringen. Und ich glaube, dass wenn ich die Dinge im Glauben ausspreche, dass du Dinge geschehen lässt, die niemals in meinen Händen gedeihen könnten, niemals zu neuem Leben kommen könnten, eigentlich niemals geschehen könnten. Aber, jetzt kommt das große aber ich vertraue dir, dass du es kannst, Herr. Ich vertraue dir, Jesus, dass du das kannst. Ich proklamiere jetzt über alle, die hier zuschauen, die zugehört haben. Ich proklamiere, dass dieses, was sie tot geglaubt haben, dass es sich in Leben verwandelt. Amen. Ich proklamiere, dass die toten Sachen auferstehen mit neuem Leben, weil du neues Leben einhauchst. Herr, wir können oft nicht dieses neue Leben generieren, aber du kannst es. Ja. Und wir hängen uns an dein Wort. Wir hängen uns an deine prophetische Zusage, dass was beim Menschen unmöglich ist, bei Gott möglich ist. Amen, Amen, in Jesu Namen. Amen. Und was dabei auch interessant ist, wenn du in deinem Leben irgendeine Situation hast, wo du sagst, das ist tot, fang an, im Glauben da reinzusprechen. Ja. Schau mal, Gott hat die Welt durch sein Wort geschaffen. Ja. Wir sind sein Ebenbild. Wenn wir neugeborene Menschen sind, wenn der Geist Gottes in uns lebt und wir sprechen etwas aus, das hat kreative Kraft. Wir, versteh mich richtig, aber im gewissen Sinne, durch das, was wir aussprechen, gestalten wir unsere Zukunft. Ja. Deshalb ist es extrem wichtig, was sagen wir? So viele Leute reden so viel Dummsinn den ganzen Tag über. So viel Selbstverfluchung, so viel Selbstbegrenzung. Und als Christen soll das bei uns nicht sein. Wenn Dinge sind, mögen die so tot aussehen, wie man sich das nur vorstellen kann. Sprich hinein, sprich Leben hinein, sprich Glauben. Im Glauben hinein. Ja. Diese Story von Hesekiel, die ist so extrem stark. Ja. Weißt du, der Glaube in Deutschland, der Glaube an den lebendigen, wirklichen Gott, es scheint wirklich tot zu sein. Ja, du hast, das war mal mächtig und jetzt ist es tatsächlich fast nur noch wie ein Haufen toter Knochen. Ja. Das heißt gar nichts bei Gott. Amen. Das heißt gar nichts. Aus diesem Ding kann eine gewaltige Armee entstehen. Yes. Ja, was Gott braucht, ist im Grunde genommen nur die Ausgangsmasse, die da ist, in dem Fall Knochen, und Glauben und Gehorsam hineinzusprechen prophetisch. Und er wird diesen Lebensodem durch den Heiligen Geist einblasen. Auch in die Dinge, die du wirklich jetzt als grenzwertig, als komisch und als sehr tot empfindest. Ja. Heiliger Geist kommt mit Odem des Lebens. Das ist das, was als Bild auch für ihn gebraucht wird. Ja, also das ist etwas, was für beispielsweise Nationen gilt oder Städte gilt oder sowas, Denominationen gilt, aber auch für dich ganz persönlich, Amen. Was du nehmen kannst, sagen kannst, Herr, du hast für Hesekiel dieses Wunder getan und diese Armee aufstehen lassen. Ja. Für Dinge, die in meinem Leben tot sind. Du wirst es tun. Spreche da das Leben Gottes hinein.
Amen. Egal was ist, Beziehungen oder was immer. Fang an, einfach es wie Hesekiel zu machen. Yes. Amen. Amen. Gut, gewaltig. Ich überlasse dir das Feld. Mir das Feld. So, das Erste, was ich mache, ist mal die Blume hier wegstellen, weil nämlich jemand gedacht hat, wie schade, dass man die nicht sehen kann, weil du davor stehst. Cool, hä? Da sieht man, dass manchen Leuten auch die Blumen wichtig sind. Okay. Prophetie. Prophetie ist ein riesiges, gewaltiges Feld. Prophetie ist etwas, das kann man nicht einfach so erklären, in dem Sinne, dass man hier mal ein paar Minuten drüber spricht und du hast das kapiert. Es ist gigantisch, ja. Und es ist ein Bereich, der auch wächst, wo immer mehr Dinge sich entwickeln und wo wirklich eine starke Dynamik drin ist. Wenn du dich mit dem Thema grundsätzlich beschäftigen möchtest, möchte ich dir eine Webseite empfehlen, die das, sagen wir mal, von ganz sauber aufbaut und sich damit beschäftigt mit also Unmassen von Artikeln und Worten und wo du auch selber Sachen einstellen kannst und so weiter. Und zwar, wenn du das notieren möchtest, das ist www. Und dann Prophetenschule.org. Org. Ne? Das ist die Seite und der Dienst von Tobias und Julia Berndt. Und das ist eine super gute, hilfreiche Seite, wenn man sich ganz generell mit dem Thema Prophetie beschäftigt. Sagt vielleicht beispielsweise, ich empfinde, dass der Herr durch mich prophetisch reden möchte. Ich möchte da geschult werden. Ich möchte wissen, wie ich da weiterkomme. Und dann kannst du dich hier mit dieser Seite beschäftigen. Prophetie ist etwas, was für uns von unserem Dienst sehr, sehr, sehr wichtig ist. Weil, wie ich eingangs vorhin gesagt habe, weißt du, du kriegst Informationen ohne Ende. Du wirst mit News und irgendwelchen Dingen ja zugeballert. Ja? Und du weißt nicht wirklich, was ist real, was ist wirklich Tatsache, was ist echt und was ist fake. Und viele Menschen bezweifeln, dass die normalen Informationen in den normalen Medien noch so verlässlich sind, wie man denkt, dass sie verlässlich sein müssten. Ja? Und von daher ist das Reden Gottes in dieser Situation, in unserem Heute, entscheidend für uns als Volk Gottes. Entscheidend, ja. Und wir müssen diese prophetische Kultur entwickeln, wo wir in den Gemeinden oder in den Diensten oder in kleinen Kreisen, auch Hauskreisen, dieses Prophetische hervorbringen, dem Raum geben. Ja, da gibt es auch, wie soll ich mal sagen, das muss man lernen. Da gibt es viele, was auch ein bisschen erstmal unreif ist und so weiter. Und dann sofort sagt, Hilfe, Hilfe, das wollen wir nicht. Das ist nicht vernünftig, sondern das ist wie, keine Ahnung, wie ein Pastor eine Ausbildung machen muss, ja, oder ein Lobpreisleiter, der üben muss, lernen muss, damit man immer mehr reinkommt und damit das Wort immer reiner, immer klarer wird, immer unverfälschter. Ne? Genau. Prophetie, wie gesagt, gibt es auf ganz unterschiedlichen Leveln auch. Beispielsweise die persönliche Prophetie im Rahmen von beispielsweise einem Ministry, also so einer Gebetszeit. Und da will ich dir eine Geschichte erzählen, die ich mal erlebt habe. Das war etwas, das fand ich bemerkenswert. Vor einigen Jahren waren wir, im Gottesdienst hatten wir gepredigt und danach waren eben verschiedene Leute, die wollten Gebet haben und wir haben ihnen gedient und haben für sie gebetet. Und da war es so, auf einmal immer ein prophetisches Wort bei mir rauskam. Das war nicht intensiv, also das war nicht sehr ausführlich, nicht ein Riesending, sondern einfach im Gebet ein Zuspruch. Und ich konnte mich da nicht mehr dran erinnern. Ich habe das gemacht, war alles super und dann sind wir nach Hause gefahren. 5 Jahre später treffe ich eine Frau, eine ältere Frau, und die erzählte mir, sie war damals bei der Veranstaltung. Und sie hat dieses prophetische Wort bekommen. Und sie hat sich darüber geärgert. Das Wort war sinngemäß, Frau Gottes, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Ja, das ist nun ein wirklich Bibelvers, das ist einfach ein Zuspruch, ja, ein biblischer Zuspruch, der prophetisch kam. Nun, die Situation war die, verrückterweise, die Frau hatte mehrere Krebstherapien schon durch und sie hatte einfach, weil sie auch schon älter war, sie hatte es einfach leid und sie hat gesagt, es ist jetzt egal, ich mache keine weitere Therapie, also austherapiert, und sie wusste vom Krebs her, es ist Zeit abzuschalten. War Christin, wollte zum Herrn gehen, alles
soweit geregelt. Sie hatte ihren Haushalt quasi aufgelöst, hatte die Sachen schon teilweise an die Kinder weitergegeben und hatte so ihr Leben in Ordnung gebracht. Um einfach, weil sie wusste, okay, jetzt ist Zeit zu gehen. Und dann kommt dieses Wort. Ja, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und sie hat gesagt, ich habe mich darüber geärgert. Ich war bereit zu sterben und ich war bereit abzuscheiden und dem Herrn zu begegnen. Ich hatte mit dem Leben quasi Schluss gemacht. Und sie hat über das Wochenende darum rumgeknurrt und gemacht und gebetet und so weiter. Und irgendwie war es ihr eine Last. Und es kam aber dann zu dem Punkt, dass sie gesagt hat, okay, Herr, wenn es von dir ist, dann nehme ich das an. Ich ergreife das im Glauben, ich lasse mich von dir gebrauchen und ich werde die Werke des Herrn verkündigen. 2 Tage später war die Frau komplett von Krebs frei. Und wie gesagt, 5 Jahre später habe ich sie betroffen und sie hat mir erzählt, dass sie in einer Stadt in Mitteldeutschland evangelistisch tätig ist und einfach auf der Straße mit den Leuten spricht und Menschen zum Herrn führt. Nun, was war da passiert? Ich habe nicht mal für die Frau gebetet. Ich habe überhaupt nichts gemacht, außer einen Impuls, den der Herr gegeben hat, ein Bibelwort, weitergegeben. Persönliche Prophetie hat das Leben dieser Person radikal verändert. So, da merkst du, welche Power da drin stecken kann. Ja, das muss auch nicht immer ein Riesending sein, sondern es kann ganz ein solcher Zuspruch sein, der aus dem Geist heraus geboren ist und wo ganz viel passieren kann. Es muss also nicht gleich ein monstergroßes prophetisches Wort sein, das Himmel und Erde bewegt, sondern so ein Zuspruch kann ganz entscheidend sein. Dann gibt es natürlich auch andere Prophetie, die wir schon erlebt haben, jetzt nicht von uns aus, aber wo wir schon in Gottesdiensten waren. Das war bemerkenswert, das war ganz anders. Da hatten prophetisch begabte Leute sehr detaillierte Prophetien zu den Leuten, die da waren. Also da hat beispielsweise gesagt, hier ist jemand im Raum, der hat an dem und dem Tag Geburtstag und dein Problem ist, was weiß ich, folgende Krankheit. Und dann kam irgendwo aus dem Raum jemand, der genau das hatte. Ja, und der hat teilweise dann, oder dann haben die Geschwister haben dann denen gedient, indem sie gesagt haben, pass mal auf, folgende Situation, du kommst da unterher und das ist in deiner Ehe passiert und das ist schwierig und jetzt hast du folgende Situation und deine Not und der Herr will dir begegnen. Warum solche Details? Das ging teilweise drin in solche Sachen, dass sagt, ich weiß, was in deinem Portemonnaie ist. Ja, und sowas. Wo du sagst, was soll der Quatsch? Das ist kein Quatsch, sondern es ist etwas, was der Person, die das erlebt, zeigt, Gott hat sie komplett im Blick. Gott schaut auf sie. Sie ist sozusagen in seinem Fokus. Und das hilft ihr, die Heilung oder die Befreiung oder was immer da ist, zu empfangen. Prophetie, die glaubensstärkend ist. Ja, ganz interessant. Dann natürlich prophetische Worte für Städte, für Regionen, für Länder und so weiter, für irgendwelche Menschengruppen. Die gibt es natürlich auch, ja, wenn man da etwas weitergibt. Oder einfach in der Gemeinde irgendwelche Dinge, manchmal der Ermutigung. Und das können teilweise ganz einfache Sachen sein. Mir fällt gerade noch eine Story ein, die ich mal gehört habe. Und zwar war Folgendes, in einer bekannten deutschen Gemeinde war eine junge Frau, also so ein Jungkreis, Mädel, junge, ich weiß nicht wie alt, junge Frau, ja, war da und sie hatte den Eindruck, in einem Gottesdienst, sie soll nach vorne gehen und ein prophetisches Wort weitergeben, was absolut einfach war. Und sie geht vorne hin, da war jemand, dem hat sie gefragt und hat gesagt, ja, selbstverständlich, gib das weiter. Und es war das erste Mal, dass sie sowas hatte und es war ihr super peinlich, weil es war in ihren Augen wie nichts. Aber sie war gehorsam, ist hingegangen, hat das weitergegeben, hat gesagt, prophetischer Eindruck. Jetzt waren die ganzen Jugendlichen da, die waren natürlich alle gespannt wie sonst was, weil die hat ja noch nie was gehabt. Das war jetzt mal was Neues. Was kommt jetzt? Und das Wort, was sie weitergegeben hat, war, ich soll dir sagen, Jesus liebt dich. Da war erstmal eine Sekunde Stille in der Gemeinde, weil, was war das? Das war sowas von Basics, das war ja in dem Sinne kein prophetisches Wort. Ja, ich kann mir vorstellen, die Jugendlichen haben sich das Lachen verbissen. Nur die Story ging weiter. Nach dem Gottesdienst kam ein Mann zum Pastor. Hat gesagt, ich bin hier vorbeigegangen, weil da hinten im See, ja, ich wollte mich ertränken, ich wollte mich umbringen.
Und dann bin ich hier in der Gemeinde vorbeigegangen, habe gedacht, naja, ich kann ja Gott noch eine Chance geben, ich gehe da rein. Wenn er mir sagt, dass er mich liebt, dann glaube ich an ihn, dann bringe ich mich nicht um. Was wäre gewesen, wenn dieses Mädel das nicht weitergegeben hätte? Verstehst du, was wir denken, was wichtige oder mächtige Prophetie ist, ist im Geistlichen was völlig anderes. Es hat was mit dem Gehorsam zu tun, das weiterzugeben, was man empfangen hat, was man vom Herrn hat. Und es ist erstmal unrelevant, wie großartig oder logisch oder nachvollziehbar das uns erscheint. Dieses Fließenlassen des Geistes, dazu gehört Mut, dazu gehört Hingabe, dazu gehört Gehorsam. Ja? Und mal ehrlich, was der gute Hesekiel sich dabei gedacht hat, als er da anfing, zu diesem fürchterlichen Haufen Knochen da zu sprechen, ja, was in seinem menschlichen Verstand abgegangen ist, das könnte ähnlich so sein, wie wenn wir dazu aufgefordert werden. Ja? Wir wissen, wie die Story weiterging, aber der stand vor diesem Haufen von Knochen und dachte, okay, jetzt sprich mal dazu. Sprich zu den Knochen. Hä? Bitte was? Ich soll hier zu irgendwelchem toten Zeug sprechen? Sprechen ich? Ja? Und der hat es gemacht. Und das ist der Gehorsam. Das ist die Hingabe. Das ist, dass man den Impulsen des Heiligen Geistes gehorsamer ist, als das, was man sich selber denkt. Ja? Gut. Wenn du eine Prophetie hörst oder eine Prophetie erhältst, wo du sagst, also da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Das ist jetzt irgendwie überhaupt nichts für mich. Ja, weißt du was? Guten Tipp. Leg sie aufs Regal. Leg sie aufs Regal. Ich meine, nicht alles, was du empfängst, ist für jetzt. Vielleicht gibt es Worte, die erst in einigen Jahren für dich relevant sind. Wir haben auch Worte erhalten, die waren jahrelang, war das erstmal gar nichts, bis sich irgendwann das entfaltet hat. Wenn du es nicht damit anfangen kannst, dann schmeiß es nicht weg, fang es nicht an zu beschimpfen, fang nicht an, negativ darüber zu reden, sondern leg es einfach ins Regal. Im Sinne von, ich lege das mal zur Seite, vielleicht kommt es irgendwann wieder, vielleicht auch irgendwann nicht. Und wenn der Herr dich mal erinnert, dann gehst du irgendwann mal in dein Regal, guckst dir das an, staubst das ein bisschen ab und lässt es da wieder liegen. Vielleicht dauert es Jahre, bis es relevant wird, in eine bestimmte Situation. Nur weil du jetzt im Moment sagst, damit kann ich nichts anfangen, heißt das nicht, dass es eine falsche Prophetie ist. Das ist sehr wichtig. Und wir sind in unserer Gesellschaft so gepolt, dass es immer jetzt sofort sein muss. Es muss jetzt sofort hier und so weiter stattfinden. Und wenn es nicht so ist, dann halten wir es für falsch. Ja, wenn das prophetische Wort sagt, riesige Wellen der Erweckung werden über den Erdkreis ziehen und wir erleben es nicht bei uns, dann sagen wir, es ist eine falsche Prophetie. Ist völliger Unsinn. Es ist eine weltweite Prophetie und wir müssen das unter weltweiten Fokus sehen. Und da sehen die Dinge völlig anders aus als in unserer kleinen, verschnarchten Republik, wo die Dinge echt im Geistlichen sowas von blockiert und klein sind. Ja, anderswo passiert tatsächlich gewaltige Bewegung Gottes mit Heilung, Zeichen, Wunder ohne Ende. Gut. Es gibt auch unterschiedlichste Arten, wie der Herr natürlich redet. Ein Riesenspektrum. Nur mal die gängigsten natürlich sind natürlich Träume. Also ich beispielsweise träume nie. Also in dem Sinne, dass ich mich daran erinnern kann. Und wenn, dann ist es dann immer schon mal sehr, sehr besonders. Oder Visionen, Gesichte. Ja? Irgendwelche Impulse, wie das, was ich gerade gesagt habe. Diesen Impuls, da was weiterzugeben, wenn es auch vielleicht ganz einfach ist. Na? Oder ein inneres Diktat. Also richtig wie ein Diktat, das habe ich häufig. Ne? Oder spontane Prophetie beim Gebet und bei der Fürbitte, wo sowas kommt. Bei der Fürbitte, da kommt sehr häufig prophetisches Reden. Manchmal merken es die Leute gar nicht. Die beten und erklären irgendwas und es ist eigentlich der Geist der Prophetie, der sich da zum Ausdruck bringt. Ne? Oder auch Begegnung mit dem Herrn. Begegnung mit dem Herrn. Erzähle ich dir auch noch eine Story. Wir waren bei einem Gebetstag in Schleswig-Holstein, war eine super Veranstaltung, sehr, sehr bewegend. Und es waren alles Beter, es waren Fürbitter da. Und wir waren da in der Anbetung, im Lobpreis und ich hatte dann hinterher irgendwas zu sagen. Und ich hatte kurz vorher mehrfach Engel gesehen. Und so war es dann so, dass ich in der Veranstaltung einfach gesagt habe, da in dem Lobpreis, ach, ich guck mal, vielleicht sehe ich einen Engel. Und ich mache meine Augen auf und die hatten auf der Bühne einen Thron aufgebaut mit so goldenem Stoff und so weiter. Und ein Zepter war, glaube ich, drin. Einfach einen Thron, um den Herr willkommen zu heißen. Ich mache die Augen auf und in der gleichen Sekunde sehe ich auf dem Thron Jesus sitzen.
Ja, ich war so erschüttert. Ich habe innerhalb von einer Sekunde angefangen zu zittern. Der saß da auf dem Thron. Er hat dort Platz genommen und ich konnte das sehen. Und ich war völlig ergriffen. Und dann, als ich dann dran war, bin ich dann hingegangen und ich musste mich da nahen. Und ich kam nur bis zum bestimmten Punkt, weil es war von der Gegenwart des Herrn überhaupt nicht mehr zu verkraften. Ja, dann musste ich anfangen zu heulen. Es war anstrengend, diese kleine Ansprache da oder die Predigt da zu halten. Aber ich habe darüber gesprochen und andere Leute haben sie auch gesehen. Ja, und hinterher war es so, dass viele, viele Fürbitter nach vorne gekommen sind und angebetet haben und dass dieser Thron und dieses Ganze für viele ein gewaltiger Segen gewesen ist. Der Herr hat sich dazu gestellt. Er hat gethront in dem Lobpreis. Er war in der Gegenwart seiner Kinder. Ja, und es war etwas, was der Herr offenbart hat und nicht nur mir. Und das ist sehr gut. Ja. Das ist einfach etwas, wo in gewisser Form auch natürlich von Prophetie, von geöffneten Augen dabei ist. Und das ist für viele, viele Menschen ein großer, großer Segen. Gut, bevor ich jetzt gleich mit dieser kleinen Broschüre hier anfange, die ich euch mitgebracht habe, möchte ich noch ganz kurz euch etwas sagen. Und da bitte ich euch mal, euren Stift und Zettel zu zücken. Schreibt euch mal einige Bibelstellen auf. Und zwar sind das Bibelstellen, die brauchst du oder die solltest du kennen, um prophetische Rede beurteilen zu können. Das sind ganz paar Verse nur, die dir helfen, prophetische Rede wirklich anhand der Bibel beurteilen zu können. 1. Korinther 14, 1. Korinther 14, die Verse 1, 3, 5, 31, 39. Wie kann man dann so im Zusammenhang lesen? 1. Korinther 14, 1, 3, 5, 31 und 39. Ich meine, du kannst den ganzen 1. Korinther 14 lesen, aber das sind spezifisch die Aussagen zusammengenommen, die sich jetzt auf das Thema Prophetie beschäftigen oder beziehen. Dann 2. Petrus 1, Vers 21. 2. Petrus 1, Vers 21. Dann 1. Thessalonicher 5, Vers 20 bis 21, 1. Thessalonicher 5, Vers 20 bis 21, eigentlich die wichtigste Stelle überhaupt. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Weißt du was? Prophetische Rede verachtet nicht. Warum steht das in der Bibel? Weil genau das Problem ist. Viele Leute verachten prophetische Rede. Ja? Weil der Prophet ihnen komisch erscheint oder weil das so unglaubwürdig ist. Es würde da nicht stehen, wenn es nicht unsere Gefahr wäre, prophetische Rede zu verachten. Und ich sage dir eins, ich habe so unsagbar viele Menschen kennengelernt oder getroffen oder irgendwie begegnet, die prophetische Rede verachten. Das ist uns nicht erlaubt. Die Bibel sagt, wir dürfen sie nicht verachten, sondern wir sollen es prüfen. Ja? Prüft aber alles und das Gute behaltet. Das andere, wie gesagt, leg erstmal ins Regal. Gut, und natürlich noch Amos 3. Vers 7 und 8, Amos 3, Vers 7 und 8. Der Herr, Jahwe, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. So, der Herr tut nichts, wenn er nicht vorher darüber gesprochen hat zu seinem Volk. Er lässt sein Volk wissen, was seine Absichten sind. Er lässt sein Volk wissen, was die Pläne sind. Er teilt sich seinem Volk mit. Okay. In dieser Woche haben wir an die Leute, die bei uns im Verteiler sind für Post, kannst bei uns einen Freundesbrief bestellen, wenn du das möchtest, ja, diese Broschüre verschickt. Gott und das deutschsprachige Europa. Gott und das deutschsprachige Europa. Wenn du unsere Post bekommst und du hast es noch nicht, dann dürft es vielleicht morgen im Briefkasten sein, spätestens Montag. Das haben wir rausgeschickt. Gott und das deutschsprachige Europa. Das ist eine Broschüre, die ist 36 Seiten stark. Und es geht um prophetisches Reden Gottes in unserer Zeit, jetzt. Diese Broschüre ist ähnlich wie der Spaziergang, unser evangelistisches Broschüre, unser evangelistisches Heft. Ist das etwas, was Christen ermutigen soll? Das geben wir kostenlos weiter. Und das kannst du gerne bei uns bestellen, zum Weitergeben für den Hauskreis, für Leute in der Gemeinde. Wenn du es nur einfach so auslegst, frag den Pastor, bitte,
ob ihm das recht ist. Das ist wichtig. Wir wollen da nicht irgendwie Stress verursachen. Aber wenn du es an Freunde weitergibst, Leute, die du kennst, Gott und das deutschsprachige Europa, ein prophetischer Wegweiser. Das ist genau der Punkt. Was sagt Gott jetzt? Was sagt Gott für uns? Was ist das Reden Gottes in unserer Situation? Also wie gesagt, einfach ein Mail schreiben, kannst du bei uns bestellen. Oder du nutzt es auf unserer Webseite, das ist besser. Dort gibt es die Möglichkeit, das zu bestellen und einen Spaziergang zu bestellen und den Freundesbrief zu bestellen. Je nachdem, wenn du den haben möchtest, fühl dich also komplett frei. Gut, und diese Broschüre Gott und das deutschsprachige Europa, da möchte ich euch jetzt ein paar Sachen vortragen, ja, die wir hier einfach zusammengefasst haben. Es beginnt erstmal mit einer kurzen Info, warum das wichtig ist und warum wir davon ausgehen, dass es eine Ernte gibt, ne, eine Ernte vor der Wiederkunft des Herrn. Das ist ein umstrittenes Thema, ein sehr umstrittenes Thema, weil Leute sagen, nee, es gibt nur den großen Abfall und es gibt überhaupt nichts mehr, dass Leute sich dem Herrn zuwenden. Das halten wir für einen gravierenden Irrtum, ja, einen ganz gravierenden Irrtum. Nach unserem Verständnis sagt die Bibel ganz klar, es wird eine Ernte geben. Und wir erwarten riesige Wellen von Erweckung, weltweit, aber eben auch in Deutschland. Eine Ausgießung des Heiligen Geistes, wie es sie noch nie gegeben hat. Und ja, und so weiter. Und wir finden das mit der Ernte beispielsweise bei Jesus, der spricht davon in Matthäus 13, Vers 30 und dann auch ab Vers 39. Da sagt er, die Ernte ist das Ende der Zeit. Die Ernte ist das Ende der Zeit, beziehungsweise das Ende des Zeitalters, je nachdem, welche Übersetzung du hast. Ein anderer wichtiger Punkt für uns ist Matthäus 24. Da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Matthäus 24, vor allen Dingen Vers 14, das ist eine Endzeitrede Jesu, ne? Und da heißt es, Jesus spricht also darüber, dass es Nation gegen Nation sich erhebt, dass es Königreiche gibt, die Stress haben, Hungersnöte, Erdbeben und so weiter. Und dann sagt er, das ist alles erst der Anfang der Wehen. Und dann, weiter hinten sagt er, und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Zuerst einmal muss das Evangelium des Reiches Gottes in Erweisung des Geistes und der Kraft mit Power gepredigt werden. Und weißt du was? Das ist nicht so. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Weißt du, welche Nation kein Zeugnis beispielsweise von der Kraft des Evangeliums hat? Deutschland. Die Christenheit in Deutschland ist so winzig und sowas von übersehen und sowas von kein Zeugnis. Ja? Wir sind damit drin. Wir schließen uns mit ein. Das ist keine Verurteilung. Ja? Das ist einfach nur eine Tatsache, die ich bemerke, das ist etwas, wo wir sagen, es wird sich verändern. Und genau das ist das, was die Propheten eben auch sagen. Okay, gut, dann geht es los. Bevor das Ende kommt, kommt die Ernte. Das ist ein prophetisches Wort von mir. Da heißt es unter anderem, wenn das Licht kommt, die Sonne aufgeht, werden die Schatten schärfer. Dunkelheit wird erkennbar. Das steht euch bevor. Licht und Dunkelheit, Licht und Finsternis, Licht und Schatten, beides parallel, nebeneinander, sich ausschließend, sich bekämpfend, sich begrenzend. Das ist das, was wir glauben. Die Finsternis wird immer mehr hervorkommen, zweifellos. Das Böse wird immer mehr erkennbar sein. Aber gleichzeitig wird das Licht eben auch da sein. Und es wird immer krasser erkennbar sein. Es wird immer deutlicher sein, Licht und Finsternis, bis hinterher nur noch diese beiden Bereiche da sind. Und dieses ganze Mischimaschi, was wir jetzt haben, diese ganze diffuse Dämmerung, dieses Zwielicht wird verschwinden, ja, weil das Licht immer mehr kommt. Das ist das, was wir glauben. Und dann hier sehr kernig, ja, das ist übrigens hier eine Erstveröffentlichung von diesem prophetischen Wort. Habe ich vorher noch nicht veröffentlicht gehabt. Da heißt es, es kommen Erschütterungen nach Europa. Die EU wird zerfallen. Länder werden unregierbar werden. Der Euro wird abgeschafft. Regierungen werden bloßgestellt. Skandale über Skandale über Skandale werden durch die Medien gehen. Weil Licht kommt. Weil Klarheit kommt. Weil Wahrheit kommt. Was im Geheimen verhandelt wird, wird von den Dächern verkündet.
Den Menschen werden die Ohren gellen, weil sie erfahren, wie sie in der Dunkelheit betrogen worden sind, verführt worden sind, hintergangen worden sind. Die Pläne des Feindes werden nicht zustande kommen, denn ich sende meinen hellen Sonnenaufgang und er ist schon über dem Horizont. Es wird dem Feind nicht gelingen, die Menschen in Dunkelheit zu halten, in den Gefängnissen von Materialismus, Humanismus, Rationalismus, Politik, Armut, Schulden, Krankheit, Arbeit, schlechten Beziehungen und so viele mehr. Gefängnistüren springen auf, die Wächter der Finsternis fliehen, Licht flutet. Bevor das Ende kommt, kommt die Ernte. Bevor das Ende kommt, kommt das Zeugnis des Reiches Gottes. Bevor das Ende kommt, kommt das Licht. Viele meiner Kinder glauben nicht, doch sie werden es sehen und Zweifler werden zu mächtigen Verkündigern der Wahrheit werden. Unentschlossene werden in Kraft vorangehen von Sieg zu Sieg. Schwache werden Taten voller Kraft ausführen. Jetzt Kranke werden Tausenden Heilung bringen. Jetzt von Dämonen Geplagte werden Tausenden Befreiung bringen. Jetzt Arme werden Tausenden Versorgung bringen. Jetzt Vergessene werden bekannt sein als Sprachrohre für Yahweh Zebaot. Das ist doch gigantisch. Das ist doch gigantisch. Wenn du sagst, ich bin krank, ich bin arm, ich bin irgendwie ein Problem, hey, dann nimm doch so ein Wort für dich und sag, ja, in dem kommenden Bewegen Gottes wird der Herr mich genau gebrauchen. Und wo der Feind mich bekämpft hat, genau in dem Bereich, werde ich die größten Siege sehen. Dann kommt ein Wort, das eigentlich sehr bekannt ist in der deutschen Christenheit oder der deutschsprachigen Christenheit, ist rumgegangen. Das ist ein Wort von Reinhard Hirtler. Reinhard Hirtler ist jemand, der gewaltig im Prophetischen dient. Und das hier heißt ein Wort speziell für den deutschsprachigen Raum. Unter anderem schreibt er darin, der Herr möchte Europa sagen und vor allem dem deutschsprachigen Raum in Europa, meine Gemeinde ist dabei aufzustehen. Eine Gemeinde, die mitten aus Schutt und Asche aufsteht. Eine siegreiche Gemeinde. Eine Gemeinde, die geläutert wurde durch viele Dinge, durch die sie hindurchgegangen ist. Eine Gemeinde, die im kindlichen Glauben auf das vertraut, was ich bereits vollbracht habe und ich gesagt und gesprochen habe. Und dann sagt er, das Wort Gottes an die Gemeinde ist eben, macht euch bereit. Macht euch bereit für die Ernte. Das ist auch keine Empfehlung, das ist eine Anordnung. Bereit machen für das, was kommt. So viele Christen sagen, ja, dann warten wir mal ab, gucken wir mal, ob es kommt. Das ist nicht die richtige Position. Das ist nicht die richtige Umgangsform damit. Du musst im Glauben darauf reagieren und sagen, wenn ich so etwas erwarte, dann mache ich mich dafür bereit. Ich rüste mich aus. Ich bereite mich darauf vor, dass das, was der Herr gesagt hat, hervorkommt. Und Reinhard schreibt dann weiter, ich sehe, wie Leute aufstehen werden, die selbst nicht mehr geglaubt haben, dass sie jemals vom Herrn großartig verwendet werden können. Weißt du was? Das gilt für viele, die hier zuschauen. Vielleicht gilt es für dich. Vielleicht hast du einen Traum im Herzen, dass der Herr dich mächtig gebraucht und das hat sich bis jetzt nicht ergeben. Ha, die Story ist noch nicht zu Ende. Die Story ist noch nicht zu Ende. Halt fest an dem, was der Herr in dein Herz gelegt hat. Sie haben ein tiefes Schreien in ihrem Herzen, genau jetzt, wo ich dieses Wort weitergebe. Es wird in ihrem Herzen zu brennen beginnen. Ich sehe Flammen, die im Herzen sind, ganz klein. Im ganzen deutschsprachigen Raum sehe ich viele kleine Flämmchen. Viele, viele kleine Feuerflammen im Herzen von tausenden Christen. Das sind nicht große, lodernde Feuer, sondern ganz kleine Flämmchen. Das sind Christen, die noch ein kleines Flämmchen sich bewahrt haben und die sagen, Herr Jesus, ich glaube zwar nicht mehr, dass du mich noch großartig verwenden kannst, aber wenn du etwas tun kannst durch mich, hier bin ich, verwende mich. Und dieser einfache Herzensschrei der Hingabe, vom Herrn verwendet zu werden, wird diese kleinen Flämmchen mit anderen kleinen Flämmchen verbinden und es wird zu einem lodernden Feuer werden im deutschsprachigen Raum. Und die Erweckung des Feuers Gottes wird brennen und die Ernte von vielen, vielen Menschen wird uns gegeben werden. Dann kommt das Wort an das Volk Gottes in Deutschland, das ist in unserem Freundesbrief veröffentlicht, das habe ich auch schon vorgetragen. Da will ich nicht weiter darauf eingehen. Aber eine Sache ist interessant, dass dort sehr, sehr viel von Erschütterung gesprochen wird. Ne?
Ich, Gott, der Herr, habe gesagt, dass alle Dinge, die nicht auf dem festen Fundament stehen, erschüttert werden. Gemeinden werden erschüttert werden, Dienste werden erschüttert werden, Städte werden erschüttert werden, Firmen werden erschüttert werden, gesellschaftliche Systeme aller Art werden erschüttert werden, politische System wird erschüttert werden, es werden Wellen und Wellen von Erschütterung über diese Nation gehen und über den ganzen Kontinent. Dann, ja, vielleicht noch etwas aus diesem Wort ist der Hinweis einfach, das Leben wird sich dramatisch verändern. Unser Leben wird sich dramatisch verändern, auch als Volk Gottes. Das muss nicht negativ zu verstehen sein, einfach dramatisch verändern. Mein Volk, eine schreckensbringende Herrlichkeit für das Reich der Finsternis. Und dann die Frage Gottes, mein Volk, bist du dabei? Die größte Stunde liegt vor dir. Ein etwas älteres Wort von der sehr, sehr bekannten Prophetin Cindy Jacobs über Deutschland oder wo Deutschland erwähnt wird, heißt eine Bewegung der Reformer. Und dort sagt sie, Kraft des Heiligen Geistes wird in neuen, frischen Wegen ausgegossen und wird durch Junge und Alte manifestiert. Bisher sind Wunder scheinbar nur sporadisch geschehen. Das wird sich dramatisch verändern. Manch kreative Wunderwirkung werden in hunderten Kirchen auf der ganzen Welt sichtbar sein. Die Gebete von jahrhundertealten Kirchen für eine erneute Bewegung des Heiligen Geistes werden erhört. Das ist Hoffnung für viele. Es ist Zeit für ein neues Pfingsten. Vor uns liegt die größte Ernte von Seelen, welche die Erde je gesehen hat. Hunderttausende werden gerettet werden. Dies wird die Grundlage für die größte Geistausgießung und Erweckung legen, welche die Welt je gesehen hat. Nationen werden eine Reformation erleben, die das bisher noch nie erfahren haben. Auf Deutschland und Frankreich wird diese Bewegung tiefgreifenden Einfluss haben. Halleluja. Als nächstes ist hier etwas drin. Das ist ein Ausschnitt aus diesem sehr, sehr empfehlenswerten Buch von Rick Joyner, das wir im Shop haben, Das Land einnehmen. Ich habe schon mal darüber gesprochen, dann war das Buch vergriffen, jetzt ist es wieder da, kostet 16 Euro. Das Land einnehmen von Rick Joyner, bemerkenswert. Ich habe dieses Buch wirklich studiert und mich damit beschäftigt und auch etliches in meinem Buch Das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit davon verwendet, weil es einfach gewaltig ist in der Schärfe und Präzision zu dem, wo wir uns hinbewegen. Und nur einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt daraus, der jetzt aber in sich hat. Da schreibt er, während die Systeme dieser Welt auseinanderbrechen, und das ist genau das, was in Kürze auf uns zukommt, werden die Arbeiter in seinem Reich mit dessen Aufbau beschäftigt sein. Je weiter wir in dieser Zeit fortschreiten, desto größer wird die Diskrepanz sein zwischen denen, die ihm gehorchen und denen, die das nicht tun. Es wird also einen Unterschied geben zwischen den Menschen in der Welt und den Menschen im Volk Gottes. Weil beide haben eine unterschiedliche Agenda. Beide haben unterschiedlichen Systemen, die sie dienen. Beide haben unterschiedliche Herren. Und weiter später schreibt er, der Herr sagte, dass die Ernte das Ende der Welt ist. Weil mehr in dieser Zeit zu ihm kommen werden, als in der gesamten bisherigen Menschheitsgeschichte zusammengerechnet. Die kommenden Veränderungen sind vom Herrn und bewegen sich in seine Richtung. Sie bereiten sein Volk auf das größte Wirken des Heiligen Geistes in der Geschichte der Menschheit vor, dem letzten Wirken Gottes in diesem Zeitalter. Wir steuern in eine der aufregendsten, schwierigsten und wunderbarsten Zeiten, die die Welt je gesehen hat. Das Reich Gottes ist wirklich nah herbeigekommen. Und eine mächtige Armee sammelt sich, um das Evangelium des kommenden Reiches zu verkündigen und den Weg für den König zu bereiten. Halleluja! Jedoch wird die Christenheit in ihrer gegenwärtigen Form nicht dazu in der Lage sein, diese große Aufgabe zu bewältigen. Die Gemeinde durchlebt eine Metamorphose. Und wenn sie daraus hervorgeht, wird die Veränderung so radikal sein, wie bei einer Raupe, die, nachdem sie an den Erdboden gebunden gewesen war, ein Schmetterling wird, der hoch über die Erde aufsteigen kann. Ein anderes Wort, was hier enthalten ist, ist von
Holger Genzmer. Und das hat mich sehr stark an das erinnert, was Sigrid vorhin gesagt hat zu dem Thema mit diesen Knochen bei Hesekiel. Holger ist ein Freund von uns und Holger hat mit seiner Frau Claudia zusammen einen Dienst in Frankfurt. Sie haben da ein Gebetshaus gegründet und er ist ein extrem guter Lehrer zum Thema Prophetie. Wir hatten ihn schon mehrfach bei Seminaren bei uns. Holger, Gottes Botschaften und Hören und Verstehen ist ein Buch, was er geschrieben hat und was wir extrem empfehlen können für Leute, die sich da weiterentwickeln wollen, die sagen, ja, ich möchte genau das, Gottes Botschaften hören und verstehen, ja, und weitergeben. Ich möchte da geschult werden. Hier dieses Buch von Holger, 10 Euro bei uns sehr, sehr zu empfehlen für Leute, die sich da rein bewegen wollen. Sonst ist das, also das ist ein Praxisbuch, ja. Und er ist Lehrer vom Beruf und das kommt richtig rüber. Aber wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und Holger hat hier etwas geschrieben oder ein prophetisches Wort weitergegeben. Glaube im Grab. Ich habe Jesus vor einem Grab stehen sehen, wie es bei Lazarus der Fall gewesen ist. In diesem Grab lag der Glaube Deutschlands. Tot und bereits stinkend. Der Glaube an den allmächtigen Gott, tot. Der Glaube, dass die Kraft Gottes durch uns Deutsche wirksam ist, tot. Die Leinentücher um den Glauben waren beschriftet mit Humanismus, liberale Theologie, Wissenschaftsglaube, sich mehr auf den eigenen Verstand verlassen als auf das Wort Gottes, überzeugend über die Kraft der eigenen Hände, etc. Jesus stand vor dem Grab und rief, come forth. Warum das in Englisch ist, weiß ich nicht, aber er hat es in Englisch geschrieben. Also komm heraus. Jesus steht vor dem Grab und ruft den eingesperrten und toten Glauben hervor. Cool. Jesus ruft den Glauben wieder ins Leben. Ne? Der Glaube Deutschlands an die Größe, Allmacht, Stärke und Autorität Gottes kommt neu hervor. Jesus möchte einen Glauben aufwecken und in Deutschland wiederherstellen, wie in Lukas 18, Vers 1 bis 11 beschrieben. Den Glauben der bittenden Witwe, ein Nein nicht zu akzeptieren. Ein Glaube zu beten, bis die Anliegen Gottes durchbrechen. Ein Glaube, dass die Kraft Gottes durch uns wirksam ist. Ein Glaube, dass wir in dem Namen Jesus heilen, reinigen und Sünde vergeben können. In Jesus dürfen wir den Glauben von Markus 11 haben. Habt den Glauben Gottes. Der Glaube Gottes durch ein Eingreifen, das Hervorrufen des Herrn, ja, kommt wieder zum Leben. Das finde ich wirklich, wirklich stark. Wirklich stark. Dann ein kurzer Text, den möchte ich auch ganz vorlesen, von André Lange, mit dem wir schon lange unterwegs sind und der schon öfters uns wirklich wertvolle geistliche Bilder weitergegeben hat. Und der hat das ganz kurz gefasst auf den Punkt gefasst, was passieren wird. Er schreibt, kein Stein, der nicht umgedreht werden wird. Große Veränderungen beginnen sich jetzt zu manifestieren und dringen an die Oberfläche. Meine Kinder werden bewahrt und ihre Freude hört nicht auf, denn mein Geist ruht auf ihnen. Das Böse wird offenbart und kommt ans Licht. Das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes steht unmittelbar bevor. Meine Herrlichkeit wird sichtbar und Städte und Regionen werden verändert. Deutschland wird verändert. Achte auf die Kinder, die zu mir gehören und mich kennen. Durch sie werde ich reden und die Menschen leiten. Ganz kurz und doch so präzise. Eine andere interessante Geschichte oder eine Begebenheit gab es hier. Das war im September letzten Jahres, 2019, hatte ein amerikanischer Pastor ein Wort betreffs Deutschland und er kannte niemanden in Deutschland, hatte nichts mit Deutschland zu tun, wusste nichts von Deutschland und hat dann geguckt, wo ist irgendwas und dann ist er zu einer Konferenz gefahren, die im November 2019 war und zwar bei dem Glory Life Zentrum in Filderstadt und dort hat er dieses prophetische Wort für Deutschland weitergegeben, was er also kurz vorher empfangen hat und er sagte, es war etwas, als er das empfangen hat, er war wie aus seinem Körper rausgenommen und war in Deutschland, also auch ganz speziell. Und die Prophetie habe ich hier genannt, ich höre den Klang eines Hammers und eines Nagels.
In dieser Herausforderung bringe ich euch als Nation in eure ursprüngliche Identität zurück. Deutschland, du bist als ein Reformator berufen und gerade jetzt ist der Zeitpunkt der Reformation auf dir. Ich höre den Klang eines Hammers und eines Nagels. Ich höre den Klang des Durchbruchs. Ich höre, wie andere 95 Thesen an eine Tür in Deutschland gehämmert werden. Er bezieht sich da auf Luther, der seine 95 Thesen in Wittenberg an diese Tür da hämmerte. Und der Herr sagt, ich erschüttere die Throne über Deutschland, ich erschüttere die Throne der Regierung, ich erschüttere die Throne der Wirtschaft, ich erschüttere die Throne im Bildungswesen und von denjenigen, die auf den Thronen sitzen, entferne ich einige. Diejenigen, die mit dem antichristlichen Geist Vereinbarung getroffen haben, werde ich wegnehmen, sagt der Herr. Etwas weiter hinten sagt er, denn Deutschland, jetzt ist deine Zeit aufzusteigen wie ein Adler. Ich gebe euch die Adlersalbung. Es wird nicht der schwarze Adler der Vergangenheit sein. Ich setze den goldenen Adler für Deutschland frei. Das sind nur kleine Auszüge daraus. Ja. Dann kommen weitere Worte. Dann hier wieder was von Reinhard Hirtler. Wirklich, das ist stark. Reinhard, jemand, der wirklich für Deutschland, ist in Österreich viel unterwegs, aber Worte für das deutschsprachige Europa. Ja? Jesus sagte, bereite dich vor. Ich lade dich dazu ein, dich vorzubereiten. Es kommt jetzt eine Zeit, in der sich viele Menschen in Europa fürchten werden. Vieles wird erschüttert werden in den nächsten 17 Monaten. Das war im April 2019 weitergegeben. Heißt, das gilt also bis September 2020 etwa. Viele fürchterliche Nachrichten wird es geben. Viele Leben werden erschüttert. Die Herzen der Menschen werden Angst haben. Menschen werden nicht mehr wissen, worauf sie zukünftig ihre Hoffnung setzen können. Wie gesagt, das hat er im April 2019 gesagt. Da sah es noch nicht nach diesem Angst-Thema aus, was ja momentan mehr oder weniger jede Familie und jeden Haushalt betrifft. Angst, Sorge, die größten dämonischen Kräfte, die Menschen momentan hier wirklich quälen. Jesus sagt, mein Volk soll dich vorbereiten. Na, das hat man doch auch schon mehrfach. Denn das ist der Moment, dein Moment, um hell zu scheinen. Das ist deine Zeit, um meine Herrlichkeit durch dein Leben zu zeigen. Das ist die Zeit, um den Herzen der Menschen der Hoffnung zu geben, auf die sie gewartet haben. Mein Volk sollte alles für mich in Europa vorbereiten. Was für ein starkes, geniales Wort. Ich werde etwas tun, was Europa noch nicht gesehen hat. Und mein Volk soll hierbei involviert sein. Und etwas weiter hinten heißt es, mache dir keine Sorgen wegen der Erschütterung um dich herum. Das ist ein wichtiges Wort. So viele Christen machen sich wegen dem, was hier passiert, richtige Sorgen. Richtig sind in Druck und Stress. Hey, die Propheten sagen, mach dir keine Sorgen. Du bist Teil eines anderen Systems. Du bist nicht von der Welt, auch wenn du noch in der Welt bist. Du gehörst zum Reich Gottes. Mach dir keine Sorgen wegen der Erschütterung in der Politik in Europa. Siehe, Korruption wird aufgedeckt in der EU. Ich mache öffentlich, was im Geheimen besprochen worden ist. Das alles hat seinen Zweck, um Europa auf die kommende Ernte vorzubereiten. Deshalb, ich rufe mein Volk, bereite dich selbst vor. Vereinige dein Herz mit meinem Herzen. Hör auf, deine eigenen Pläne durchzusetzen. Viele von euch kennen wahrscheinlich David Demian. David Demian war schon mehrfach in Deutschland auf gewaltigen Konferenzen und bei einer war ich dabei in München und da hat er Folgendes gesagt. Jetzt ganz kurz nur ein kleiner Ausschnitt. Deutschland, du bist dabei, dich zu verändern. Deutschland wird nicht so bleiben. Ich sage euch, die Nationen sind dabei, sich zu verändern. Und dann sagte er, und das ist schon mehrere Jahre her, weil unsere Regierungen nicht mehr wissen werden, was sie tun sollen, es wird ihnen an Weisheit mangeln. Die Wirtschaft wird erschüttert werden. Warum? Weil das Königreich Gottes hervorkommt. Und wenn das Königreich Gottes sich bewegt, wird alles, was erschüttert werden kann, erschüttert werden. Warum? Weil das Unerschütterliche hervorkommt, das Königreich Gottes hier und jetzt. Hier und jetzt. Dann hier ein Wort
von einer bemerkenswerten amerikanischen Prophetin, der große Neustart. Noch ein weiteres Wort, was sich sehr stark auch wieder von mit dem Thema Erschütterung beschäftigt. Und dann Patricia King. Ich weiß nicht, wer Patricia King kennt, ist sehr bekannt, hat eine Fernsehsendung in den USA, wo es um Prophetie geht. Ja? Und sie hat vor, auch schon, ist schon ein bisschen länger her, hatte sie ein Wort für Deutschland. Ein Wort für Deutschland. Da möchte ich was davor noch kurz sagen. Es gab diesen prophetischen Eindruck von mehreren Leuten, dass über Deutschland eine schwarze Decke ist oder über den deutschsprachigen oder überhaupt über Europa eine schwarze Decke. Und das war eine richtig dicke, wie so Filz, wie so Kabelwirrwarr, dick und undurchdringlich, teilweise hunderte von Meter dick, die einfach die Segnungen des Himmels blockiert hat, aufgehalten hat, Sünde. Da gab es solche, wie so Stützen, die das gestützt haben, wie so Rauch. Säulen, die hochgestiegen sind und die das immer mehr verdichtet haben. Also einfach die Macht der Finsternis, der Sünde, einfach Dunkelheit über Deutschland. Und eine der Aktionen von dem Schofarblasen ist, Dinge zum Einsturz zu bringen. Weißt du, ein Schofar ist wie ein Rambock. Also diese großen Baumstämme, ja, mit denen man immer wieder gegen Tore oder Mauern donnert, um sie zum Einsturz zu bringen. Und dafür ist ein Schofar. Es bringt Festungen zum Einsturz. Es bringt Bollwerke der Finsternis zum Einsturz. Und die Schofarbläser haben sich das ans Herz genommen und gesagt, wir werden gegen diese Decke der Finsternis über Deutschland, wir werden dagegen aktiv werden. Und das ging über Jahre, dass da Leute gebetet haben und aktiv geworden sind. Und irgendwann brach das Ding tatsächlich, fing an zu bröckeln. Es gab Dinge, wo es zusammengebrochen ist. Und ich habe das gesehen, mehrfach. Ja, und gesehen, wie soll ich mal sagen, Teile abgebrochen sind, die waren teilweise riesig, also hunderte von Meter Durchmesser, die fingen an runterzufallen und lösten sich dann auf, sind auch nie auf dem Boden angekommen, sondern lösten sich auf. Und dann war der Himmel offen, der Himmel war frei. Einmal war ich unterwegs spazieren und habe ganz erschreckt nach oben geguckt, weil ich gehört habe, wie so ein riesiges Teil abbricht, ja. Richtig, wie so ein Gletscher, wenn du dir vorstellst, dass der so kalbt, ja, der wo vorne was abbricht. So ähnlich war das. Und es verschwand. Weißt du was? Inzwischen ist über Deutschland und den größten Teil Österreich und der Schweiz, ist die Decke schon weg. Und sie ist dabei immer mehr zusammenzubrechen über ganz Europa. Warum? Weil der Herr gesagt hat, er wird kommen und er wird seinen Segen geben und er wird sich verherrlichen. So, diese Decke der Finsternis, diese Wolke der Finsternis ist im Zusammenbruch. So, und das wollte ich vorab sagen. Und dann hat Patricia King hier geschrieben, warte mal ganz kurz. 1999, ein paar Tage vor dem Jahrtausendwechsel war das. In einer geistlichen Vision sah ich eine dunkle Wolke, die sich über Europa niederließ. Es war keine Sturmwolke, sondern eine Wolke von bösartiger, dichter Dunkelheit. Die wollte jedes Land in Europa durchdringen und sich darin niederlassen. Ich habe dann Deutschland gesehen. Und eine Öffnung erschien in der Mitte der schweren Dunkelheit, die in dem Land und über den Kontinent lagen. Aus der Öffnung kam eine große Zahl von Anbetenden, Fürbittern, Sängern und Musikanten. Sie waren in heilige Gewänder gekleidet, die weiß schimmerten und haben die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt. Die Anbetung, in der sie standen, war sehr stark. So stark, dass sie auch durch Widerstand nicht zu erschüttern war. Die Anbetenden wurden von der Öffnung in Deutschland in alle umliegenden Länder verteilt. Sie sind über die Grenzen hinausgegangen, die ich in der Vision noch sehen konnte. Es ist möglich, dass sie in alle Welt gegangen sind. Ihnen folgend kam aus der Öffnung eine Armee. Sie folgten den Anbetenden, die einen Weg der Gerechtigkeit mitten in der Dunkelheit geschaffen hatten. Diese Armee war eine furchtbare Armee, eine grimmige Armee, grimmig in der Kraft der Liebe. Hier, es geht um Deutschland, gell? Der Himmel wurde über diese Armee geöffnet. Und Jesus erschien in dieser Vision in meinem Sinn. Ich sah ihn, wie er in Offenbarung 19, 11 bis 13 beschrieben wird. Er wachte über diese Armee mit Freude, Wohlwollen und Unterstützung. Er war wirklich ihr Befehlshaber und König. Dann habe ich die Invasion gesehen. Eine Trompete erklang. Die Anbetenden und die Armee fielen als eine Einheit in die Dunkelheit ein. Sie waren vereint, sie waren ganz auf ihre Aufgabe konzentriert.
Sie haben ihre Position im Heer nicht verlassen. Sie waren ganz geheiligt und voller Kraft. Sie fielen in dieser Wolke von Dunkelheit ein und haben mit Licht die Oberhand behalten, haben sich um einzelne Herzen bemüht, die ins Licht gerufen und dann sich um zahlreiche Menschen zur gleichen Zeit bemüht. Tausende! Sie griffen Übel und Krankheit an und haben heilende Kraft mitgebracht. Sie haben Tod angegriffen und Leben gebracht. Sie haben Unterdrückung angegriffen und Freiheit gebracht. Für Einzelne, für viele. Ja, ich sehe eine deutsche Invasion. Sie gehen in andere Länder. Das ist eine Aufgabe, die der Herr seiner Kirche in dem Land Deutschland gegeben hat. Er beruft die Kirche in Deutschland in einer Zeit wie dieser, damit sie ihren Platz einnehmen als seine heiligen Invasoren. Was für ein gewaltiges Wort. Was für ein gewaltiges Wort. Und das war etwas, was, wie gesagt, vor 20 Jahren gegeben worden ist und was heute tatsächlich durchgebrochen ist. Über viele Jahre haben Leute, Fürbitter, Lobpreisleute, Leute, die einen Lobpreisaltar aufgebaut haben, die Gebetshäuser hatten, haben genau das gemacht, haben den Herrn erhoben. Und dieses Ding wurde immer mehr geschwächt. Und jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, wo Dinge langsam anfangen, sich wirklich zu verändern. Und wir erwarten, dass das eine dramatische Neugestaltung geben wird, die der Herr uns schenken wird. Hier in unserem deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Bei einer Veranstaltung in Dreieich bei Nut und Feder, da waren wir auch schon öfter, sind sehr gut damit bekannt, gab es ein prophetisches Wort von einem Mann namens Mike Bates. Und der sagte, ich spüre, wie der Herr mich an Visionen, Träume und Worte erinnerte, die viele von uns in den vergangenen 15 Jahren empfangen hatten. Diese Worte sprachen von einem kommenden Tsunami-Welle, einem Feuer der Erweckung. So wie bei vielen großen Bränden oder auch bei einem Tsunami braucht es ein Katalysatorereignis. Ja? Also etwas, das das Ganze zum Laufen bringt. Diese Vorkommnisse kommen nicht aus eigenem Antrieb hervor. Und im Gang zu kommen, braucht es ein Triggerereignis. Dieser Trigger, der das Ganze also in Gang bringt, ne, der Trigger, dieser Trigger, den wir gerade erleben, ist die Corona-Pandemie. Er steht einer Feuer- und Tsunami-Erweckung voran. Dieses Erwachen wird schnell geschehen, plötzlich und unaufhaltsam. Es wird groß in den Auswirkungen sein. Es fügt dem Reich der Finsternis großen Schaden zu. Die stehen und sie aufhalten wollen, werden mitgespült. Sie wird anders sein als die vorangegangenen Erweckungen. Sie wird so kraftvoll geschehen, wie die vorausgegangenen Erweckungen zusammengefasst. Es wird weltweit sein und schnell. Und es wird nicht von langer Dauer sein. Denn das Ende ist nahe und der Herr kommt bald wieder. Ein anderes Wort heißt Erweckung ist im Kommen von Dr. David Herzog, einem sehr bekannten amerikanischen Sprecher, der auch in Deutschland war, schon mehrfach und wirklich dramatische Worte weitergegeben hat und der auch jemand ist, der in Zeichen und Wunder gewaltigen Krafterweisungen Gottes vorangeht. Und er sagt, so wie Gott den Ruf des Paulus vom Mörder zum machtvollsten und effektivsten Apostel wandelte, also vom Saulus zum Paulus, so wie Saulus zum Paulus, ne? So wird der geistliche Ruf Deutschlands, der einer Nation Gottes, der Erweckung und einer gewaltigen missionare aussendenden Basisstation für die Welt sein. Deutschland liegt im Herzen Europas. Der Herr muss Deutschland berühren, damit Europa die Fülle an Erweckung und Ernte bekommen kann. Deutschland ist eine Schlüsselnation. Wenn Deutschland einmal vollständige Erweckung erfahren hat, kann es ganz Europa entfachen. Betet darum, dass diese Erweckung Deutschland trifft, damit Europa und die Welt eine neue Welle der Erneuerung, der Ernte und der Erweckung erleben können. Ihr merkt schon, da ist eine ganz andere Dynamik drin, ganz andere Aussagen drin, ganz andere Zukunftsperspektive drin, als das, was uns die Welt um uns herum so versucht einzureden. Vor wenigen Wochen ging ein Wort von Russ Walden sehr stark herum. Viele Leute waren sehr dadurch gesegnet. Und auch das habe ich hier in Auszügen reingenommen. Deutschland, wichtig, jetzt ist es Zeit, die Himmel über euch zu öffnen.
Und Russ schreibt hier unter anderem: Ich höre, wie der Vater über den Schatzkammern des Königreichs Gottes in Deutschland ausspricht: Öffnet euch. Über die Erfrischung durch seinen Geist in Deutschland höre ich den Vater sagen: Gieße dich aus. Am Anfang wird es nur wie ein Schimmern wirken. Zunächst wird der geistliche Hunger nur ein leichter Tautropfen auf die Menschen fallen. Aber daraus wird ein reißender Strom, welcher über die Ufer treten wird. Neues Leben, Segen und Güte wird dieser Fluss dorthin bringen, wo vorher Dürre und Verzweiflung im Geist herrschten. Und dann spricht er über das Jahr 2020, über den Sommer. Er vergleicht das mit dem Erweckungssommer in Herrnhut. In Herrnhut im Jahr 1727 fiel der Heilige Geist in einer besonderen Weise. Das war der Sommer, wo dieses 100-jährige Gebet, diese 100-jährige Fürbitte geboren ist. Und da sagt er, da gibt es eine Parallele. Ihr müsst jetzt diesen Sommer nutzen. Ja? Und in diesem Sommer geschieht etwas. Und dann eben die Aussage: Deutschland, jetzt ist die Zeit gekommen, um die Himmel über dir zu öffnen. Wie gesagt, die Wolkendecke ist weg. Es ist Zeit für etwas wirklich dramatisch Neues. Dann kommt ein sehr interessanter Hinweis, bemerkenswert, wie gesagt, ist von einem Amerikaner. Macht euch bereit für einen Zustrom von jungen Leuten, sagt der Herr. Und wagt es nicht, das USA-typische Seeker-Sensitive-Modell zu übernehmen. Ihr sollt sie zu Jüngern machen. Denn diese jungen Leute erkennen Fakes schon von Weitem. Sie sehen sich nach einer glaubwürdigen Bewegung Gottes, welche durch sein Wort sowie Zeichen und Wunder bestätigt wird. Diese Wunder werden die christlichen Dienste mehr begleiten als zuvor. Die Apostel und Propheten werden an die Spitze der deutschen Kultur treten. Die Propheten werden aufstehen und prophezeien. Und sie werden nicht schweigen. Sie werden gesellschaftliche Ablehnung erfahren und man wird ihnen mit Klagen drohen. Aber ich werde aus der Höhe darauf antworten, sagt der Vater. Ich werde mit Feuer antworten und die Münder der Leugner verschließen. Wie gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt aus einem wirklich gewaltigen Wort. Und jetzt komme ich zu dem, wo ich eingangs drüber gesprochen hatte. Dr. Arndt Kischkel. 5 Verheißungen Gottes und 5 Krisen, die es verhindern wollen. Das war das mit dem Hitzesommer. Der Arndt hat Folgendes geschrieben. Im Gebet sah ich 5 Hügel vor mir, die alle auf dem vor uns liegenden Weg zu bewältigen waren. Ich merkte, dass diese vor uns liegenden gesellschaftlichen Erschütterungen markierten. Relativ kurz hintereinander. Ich sah 5 Krisen kommen, in relativ kurzer Folge hintereinander. Mir wurde bewusst, dass dies nur Reaktionen des Feindes waren auf gewaltige Durchbrüche, die Gott denen ermöglichen möchte, die ihm vertrauen. Da war als erster Berg die Corona-Pandemie. Dann sah ich eine Hitzewelle im Sommer 2020. Dann eine massive Finanzkrise, daraufhin eine Erschütterung in der Politik. Und schließlich eine spirituelle Sinnkrise, die viele Menschen erfasste. Ich halte das für sowas von zutreffend und sowas von schlüssig. Guck mal, zuerst diese ganze Corona-Geschichte. Dann dieser Hitzesommer, der momentan ja schon weltweit, also auf der Nordhalbkugel irgendwie unterwegs ist. Nur unser Mitteleuropa bis jetzt noch nicht erwischt hat, was sich vielleicht noch ändern kann. Wir werden sehen. Daraufhin folgt eine massive Finanzkrise. Diese Finanzkrise ist sowas von sicher, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du im Internet schaust, was Finanzfachleute, was Wirtschaftsfachleute sagen, die Finanzkrise, die ist von jedem fast, wird darüber gesprochen. Ja? Von hin bis hin, dass der Euro abstürzt und abgeschafft werden wird. Wir haben gerade gestern oder vorgestern eine Sendung gesehen, da wurde gesagt, der Euro, der hat noch ein gutes Jahr. Ja, gut, ich kann das nicht beurteilen. Das waren keine Christen, das war irgendein Wirtschaftsweiser, der das gesagt hat. Der hat das auch sehr wissenschaftlich gut belegt. Aber Dinge sind in Bewegung. Ja, eine gewaltige, massive Finanzkrise. Daraufhin eine Erschütterung in der Politik. Eine Erschütterung in der Politik. Weißt du was? Ich glaube, eine Erschütterung in der Politik ist gut. Wenn dieses System erschüttert wird, ja, wenn dieses System erschüttert wird. Wir haben gehört,
Die EU wird zusammenbrechen. Ja, das kann man mögen oder nicht. Es ist ein prophetisches Wort. Rick Joyner hat mal gesagt, die EU ist nicht von Gott und sie wird keinen Bestand haben. Ein prophetischer Impuls. Damit muss man umgehen. Kann man nehmen, kann man aufs Regal legen, kann man auch sagen, glaube ich nicht. Aber gesagt ist es. Ne? Und schließlich, und das ist der eigentliche Punkt, eine spirituelle Sinnkrise, die viele Menschen erfasst, dann sind sie offen. Dann ist das Hervorkommen des Reiches Gottes. Dann müssen wir gewappnet sein und vorbereitet sein, damit wir den Menschen das Evangelium weitergeben können. Dann ist es der Zeitpunkt gekommen, wo wir sie ins Reich Gottes hineinholen können. Und zwar in Erweisung des Geistes und der Kraft. Ja, dann müssen wir bereit sein als Armee. Ich lese mal hier weiter vor, was der Arndt geschrieben hat. Im Verlauf der Corona-Pandemie werden neben bewundernswertem Einsatz und notvollem Leid in manchen Bereichen wohl auch selbstherrliche Kronen der Menschen erschüttert, wenn es um die Frage geht, was dem Leben wirklich Halt und Sicherheit gibt. Als Christen dürfen wir die Krone der Gerechtigkeit tragen. Durch das Evangelium haben wir in Christus die Antwort auf die Fragen der Zeit. Christen können in der Pandemie demonstrieren, dass sie nicht auf ihre eigene Kraft vertrauen, sondern auf die Gerechtigkeit Gottes, die ihnen geschenkt wurde und die auch die Bewahrung der Gesundheit einschließt. Gott möchte die Herzen wieder mit seiner Liebe entzünden und mit dem Feuer seines Geistes entfachen. Im Sommer dieses Jahres ist ein solcher Feuerfall verheißen. Und Christen können in der ersten Liebe aufstehen. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass es klimatisch in unserem Land eine starke Hitzewelle geben wird. Wofür werden unsere Herzen brennen? Daran anschließend ist dann mit einer Finanzkrise zu rechnen. Die Möglichkeiten, mit schier unerschöpflichen finanziellen Mitteln Krisen zu bewältigen, kommen an ihre Grenzen. In diesem Zusammenhang geht es um die Freisetzung des Leibes Christi im Bereich der Versorgung, dass diese durch Glauben unabhängig vom säkularen Finanzsystem empfangen werden kann. Eine darauf folgende politische Erschütterung stellt daraufhin die Frage nach Macht und Ohnmacht. In unserem Land erscheinen Politiker oft sehr einflussreich, und Christen oft unscheinbar und ohne Einfluss. Gott möchte seinem Leib zum Aufstehen motivieren und eine echte, von ihm verliehene Autorität soll in der Gemeinde erneut ausgeübt und auch sichtbar werden. Die spirituelle Sinnkrise möchte der Herr schließlich durch einen neuen geistlichen Hunger, der souverän durch das Wirken seines Geistes ausgelöst wird, begegnen. Wenn auch viele von Depression, Zweifel und Ängsten erfasst werden, so wird sich in Deutschland doch gleichzeitig ein Fragen und ein geistlicher Hunger nach Gott stellen und damit den Weg bereiten für noch stärkere Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann als letztes hier in dieser Broschüre nochmal ein Wort, was ich empfangen habe vom Herrn. Freiheit, Durchbruch, der Aufgang der strahlenden Herrlichkeit deines Gottes. Da heißt es, und das Wort ist von 2017, es wird ein gewaltiger Ruck durch mein Volk in Deutschland und ganz Europa gehen. Ein Ruck des Erwachens, des Erschreckens, der Gottesfurcht, der Dringlichkeit. Erweckung bedeutet, wach zu werden. Zahlreiche Menschen werden Engel sehen. Zahlreiche werden Visionen haben. Träume, klares, unüberhörbares Reden in ihr Herz hinein. Es kommt Veränderung, große Veränderung. Das ist sehr gut. Dinge bekommen den richtigen Stellenwert. Unkraut wird ausgerissen, Unnötiges wie Spreu davongetragen. Gleichzeitig versucht die Finsternis alles, um Angst vor dem Kommenden zu schüren. Furcht, mulmige, bedrängende Gefühle. Sie lullt viele meiner Kinder mit Schrecknissen ein, denen zahlreiche einfach nur entfliehen wollen. Wie gesagt, das ist 3 Jahre alt, dieses Wort. Ja, das war vor Corona. Doch mein Volk wisse, Licht und Finsternis können nicht gemeinsam nebeneinander existieren. Es ist unmöglich. Wenn das Licht kommt, weicht die Finsternis. Sie muss weichen, sie kann sich nicht dagegen behaupten. Dem Licht widerstehen oder es zurückdrängen. Doch dass ich komme, um mein Volk aus der Gebundenheit in den Sieg zu führen, ist in der Tat mit gewaltigen Schrecknissen und Krafttaten verbunden, mit Erweisung meiner Kraft, mit Konfrontation und Sieg. Und jetzt was Wichtiges.
Mein Volk soll keine Angst vor dem Kommenden haben. Auch wenn sie erleben, wie meine Gerichte über das satanische Weltsystem kommen, wie einst die Plage über die Ägypter. Es muss kommen. Es wird kommen. Es wird geschehen. Unausweichlich. Unvermeidlich. Unabdingbar. Und es ist gut. Es ist sehr gut. Es ist die Befreiung durch meine Krafterweise an der Macht der Finsternis, aus der Macht der Finsternis, die dieses Weltsystem beherrscht. Es ist Freiheit. Millionen, Millionen werden frei, werden im Licht, werden das Licht sehen, werden mir folgen und meine Vaterschaft annehmen. Durch das, was Jesus Christus, mein Messias, für sie errang. Freien Zugang zum Thron der Gnade. Millionen alleine in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Überall, überall. Während das Weltsystem im Taumel versinkt, in Wahnsinn und im Wüten des Feindes, steht mein Volk auf und tritt aus der dunklen Verlies ins helle Licht der aufgehenden Sonne der Herrlichkeit. So erhebe dein Haupt, mein Volk. Schau auf mich, auf das Licht, auf mein Kommen. Nicht auf die Erschütterung des Weltsystems, auch wenn du selbst erschüttert wirst. Alles, was auf dem festen Felsen Christus steht, wird Bestand haben. Alles andere wird vergehen. Das ist der Inhalt dieser Broschüre. Wenn du hier schaust und das wirklich mal durchliest, es geht um Erschütterung, Erschütterung, Erschütterung. Und es ist verheißen, dass Erschütterung kommt. Es ist verheißen, dass Erschütterung geschehen wird. Und es ist gut. Der Herr sagt, diese Erschütterung ist gut. Denn dann kommt etwas hervor, was das Reich Gottes ist. Menschen werden zum Reich Gottes dazu geführt werden. Und das ist so genial. Und das ist das, wofür wir beten. Und solange sie noch in diesem Weltsystem gefangen sind, ist einfach das Problem, dass sie eben gefangen sind. Und sie müssen frei werden. Das ist der Inhalt. Und das ist das, weshalb ich auch diese spezifischen Prophetien hier rausgesucht habe. Es ist natürlich ein gewisser Schwerpunkt. Das ist einfach über unsere Nation. Wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, es gibt ja ganz unterschiedliche prophetische Dinge. Das ist hier Gott und das deutschsprachige Europa, wie der Titel sagt. Diese Broschüre ist jetzt erschienen. Ja, gestern, vorgestern. Und wie gesagt, du kannst sie bekommen, du kannst sie bei uns anfordern. Du kannst sie auch gerne mal ein Exemplar bekommen, wenn du es noch nicht per Post bekommen hast, und anschauen. Du kannst es auch beliebig für deinen Hauskreis und so weiter von uns bestellen. Wir halten es für ein extrem wichtiges Wort in dieser Zeit, in dieser Stunde, für das Volk Gottes in den deutschsprachigen Nationen. Wir müssen wissen, was Gott sagt. Guck mal, und wenn wir hatten letzte Woche hatten wir über die Macht Satans gesprochen. Und da war es, dass die Bibel sagt, er ist der Fürst der Welt, ist der Herr der Welt, ist sogar der Gott der Welt. Mhm. Ja, so. Wenn wir als Christen unsere Informationen aus der Welt bekommen, dann müssen wir bitteschön wissen, dass das irgendwie ein bisschen verdorben ist, verseucht ist. Da ist ein Gift drin. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist, aber es ist irgendwie nicht sauber. Verseuchtes Trinkwasser. Es ist schon Welt. Es ist aus der Welt. Und die Welt ist in der Hand des Feindes. So, wir müssen wegkommen davon, alle unsere Informationen nur aus der Welt zu bekommen. Mhm. Und deshalb haben wir diese Broschüre geschrieben, damit wir gedacht haben, wir müssen auch wissen, was Gott in der Situation sagt. Ja. Und was sagt er? Er sagt, macht euch bereit, erhebt eure Häupter, es kommt was auf uns zu, ich werde mich verherrlichen und ich brauche euch dazu. Es ist jetzt keine Zeit, wie soll ich mal sagen, mit Angst und Zittern und sonst was vor Corona oder wem auch immer die Krise zu kriegen. Es ist keine Zeit, sich jetzt um irgendwelche komischen Dinge zu drehen. Es ist jetzt Zeit, sich zu präparieren für das, was der Herr sagt. Und der sagt, es kommen Wellen von Erweckung. Und ich brauche eine Armee dafür. Ich brauche Leute, die das umsetzen. Ich brauche Leute, die für andere beten, die evangelisieren, die Menschen zum Heil führen. Und weißt du was? Das betrifft dich. Du bist dafür. Allein schon, dass du das anguckst, ist ein Beweis dafür, dass das für dich gilt. Ja. Stimmt's? Ja. Wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Und auf der Basis von diesem unerschütterlichen Reich können wir leben, können wir gehen, können wir aktiv werden und können zu dieser Armee hinzugetan werden. Ja.
Wir gehen da nicht auf, ja, vielleicht oder vielleicht doch nicht oder irgendwie was, sondern wir haben dieses unerschütterliche Reich empfangen. Wenn du an Jesus glaubst, wenn dein Leben ihm gehört, wenn er dein Leben erwählt hat, dann stehst du auf dem unerschütterlichen Fundament, was Jesus Christus heißt. Amen. Und nochmal für die Leute, die so mit Angst und Zittern und Zagen und ich habe gehört und dies und das und so, grab dich in das Wort ein, lebe mit dem Wort und auch diese Broschüre, ich habe die gelesen und wir haben das ja immer Korrektur nochmal gelesen und verinnerlicht und was nehmen wir und wie und so. Das ist eigentlich dafür gedacht, uns zu ermutigen und uns einen Gebetsleitfaden zu geben und zu sagen, Herr, was sagst du mir in meine persönliche Situation hinein? Und die mit Angst unterwegs sind, lege diese Angst bewusst ab. Es ist keine, keine Zeit für Angst. Und nicht für, ich mache das Rollo runter, mache mir eine Kerze an und warte, dass Jesus mich hoffentlich bald entrückt. Oder hoffentlich werde ich bei der Entrückung dabei sein. Ihr Lieben, es gibt viel Arbeit und die Braut, die zubereitet werden muss, damit Jesus kommen kann, die muss aktiv werden und die muss ihre Arbeitsschuhe anziehen, dass sie unterwegs ist im Erntefeld, dass sie unterwegs ist, die Ernte einzubringen. Weißt du was? Die Braut, die Braut Jesu, wird nicht den Sinn der Welt haben. Yes. Sie wird nicht so denken wie die Welt. Sie wird nicht so denken wie die Nachrichten. Sie wird nicht so denken wie das, was alle Welt um sie herum hat. Sie wird auf den Herrn fokussiert sein. Und sie wird an ihm hängen und sie wird auf ihn wirklich warten und auf ihn vertrauen, dass er zur richtigen Zeit kommt. Halleluja. Yes, Amen. Ich möchte noch mal was hier zu der Broschüre sagen, wenn du die bestellst. Das ist kein Traktat. Ach ja, das ist also nichts, was du irgendwelchen Nichtchristen die Ohren schlägst oder sowas. Es ist kein Traktat, das ist ein Broschüre für Christen, die bereit sind, sich mit prophetischem Reden Gottes zu beschäftigen, die dafür offen sind, für das Reden des Herrn, die ein Verständnis dafür haben. Also du musst schon weise sein, wo du das einsetzt. Mhm. Wie gesagt, wenn du ein Traktat brauchst oder was du nicht Christen weitergibst, dann nimm den Spaziergang, den du bei uns auch bekommen kannst, kostenlos. Aber dieses hier ist etwas, was vor allen Dingen das Volk Gottes ermutigen soll. Mhm. Wir hatten vor einigen Jahren eine Broschüre, die ist schon vergriffen inzwischen, gibt es nur noch als PDF, kann man bei uns sehen. Ja, das stimmt. Ein geistlicher Tsunami, da war eine ganze Breitseite von Prophetien über das Thema Tsunami, die damals zusammenkommen. Ja. Diese Ruckartigkeit einfach des Wirkens Gottes, was auch noch aussteht, die haben wir auf unserer Webseite als PDF, kann man sich das anschauen. Aber das hier haben wir gemacht, jetzt brandaktuell, wie gesagt, das ist diese Woche gekommen, weil wir sagen, wir brauchen ein konkretes Wort für jetzt und wir brauchen ein konkretes Wort für die deutschsprachige Welt. Mhm. Was sagt der Herr zu uns? Ja. Und es ist ja nur von dem gewaltigen Reden Gottes ein winziger Ausschnitt. Aber ich glaube, der wird dich sehr, sehr ermutigen. Der wird dich sehr, sehr ermutigen. Nochmal herzliche Einladung. Bestell dir das. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne unseren Freundesbrief bekommen. Alle Empfänger des Freundesbriefs haben das bekommen in dieser Woche oder wird in Kürze zugestellt. Mhm. Und genau, herzliche Einladung dazu. Ja, nimm es im Gebetskreis mit, dass ihr euch darüber austauscht und betet. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist, wenn du ein Ja dazu in deinem Herzen empfunden hast und wenn du sagst, ja, es ermutigt mich total, lass es dir nicht rauben, lass es dir nicht wegschwätzen, lass es dir nicht klauen, von anderen, die sagen, ach, das ist doch totaler Blödsinn oder wie auch immer. Sondern halte es fest für dich. Ja. Und fang nicht an, die anderen zu bekehren. Ich habe mal so jetzt vor kurzem ein Wort von Gott gehört, dass er gesagt hat, du brauchst keine Kritiker zu überzeugen oder zu bekehren, sondern geh mit den Leuten, die ermutigt werden wollen und die das brauchen. Und deshalb
Überleg dir das, mit wem du da weitergehst. Ja, okay. Aber wir wollen zum Abschluss jetzt, wir sind schon am Ende angekommen, gerne noch ein Gebet sprechen, wo es uns wichtig ist, wenn du dich damit connecten möchtest. Mhm. Zum einen mit diesem Thema, mit dem, was wir gesagt haben, mit dem Tal der toten Knochen, wo du sagst, bei mir ist wirklich, das ist, wenn ich mich umgucke, es ist tot, was weiß ich, meine Ehesituation ist tot, meine Firma ist tot, mein Unternehmen ist tot, meine Beziehung zu den Kindern ist tot oder sowas, wenn dich das betrifft, da wollen wir für beten. Aber auch hier für dieses Ding, was hier jetzt ich gerade vorgelesen habe, ja, wo es darum ging, mach dich bereit, sei dabei, komm zur Armee des Herrn, geh damit weiter vorwärts. Ja, das sind also zwei Punkte, die mir noch auf dem Herzen liegen würden, dafür zu beten. Ja, fangen wir an. Yes. Mach dich damit eins und wir haben das schon connecte immer gesagt, dich damit. Wenn wir das beten, sag, das gilt auch für mich, das aktiv nehmen. Ich ergreife das für mich, ich nehme das in mein Leben hinein. Und schließ dich zusammen, wenn du etwas auf dem Herzen hast, was wirklich brennend ist in deiner Situation, dann sag, Herr, ja, jetzt, ich brauche dein übernatürliches Reden, dein Handeln und ich brauche die Belebung der toten Sachen, der toten Knochen, der toten Sachen. Genau. Ja? Damit fängst du mal an. Ich fange mal an. Ja. Wir wollen dir wirklich danken jetzt für diesen Abend. Wir wollen dir danken für deine Worte des Lebens und Worte des Segens und Worte der Ermutigung, Worte der Erfrischung, Worte der Lehre, Worte der Auferbauung. Wir wollen dir wirklich danken, dass du uns Bilder und Visionen und Eindrücke gibst, dass du zu uns redest, weil du ein redender Gott bist. Wir danken dir, Jesus, dass du der Sohn bist, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du das Reden in unseren Herzen bist, dass du das Reden in uns hervorbringst, dass du das Leben in uns hervorbringst. Du wunderbarer Ratgeber, du Planer der Wunder, du Friedefürst, du Held, du siegreicher, voranschreitender Jesus. Herr, wir folgen dir nach. Wir haben uns entschlossen, dir zu folgen, wohin du auch gehst. Wohin du gehst. Und Herr, wir wollen in dieser Zeit bereit sein, dahin zu gehen, wo du uns hinsendest. Amen. Wir wollen nicht zurückhalten. Wir wollen ermutigte Menschen durch den Heiligen Geist sein. Und wir sprechen gerade jetzt in die Dinge, die wir sehen in unserem Leben, die wir gebetet haben und sie sind noch nicht durchgebrochen. Wir sprechen Leben hinein. Leben, was aus dir kommt, Herr. Leben, was du gibst. Wir sprechen frisches Wasser hinein. Erfrischung und lebendige Bewegung. Wir sprechen hinein, dass sich Türen öffnen, die richtigen Türen von dir sind. Amen. Dass Türen geschlossen werden, die nicht das Richtige für uns sind. Herr, wir sprechen aus, dass Dinge sich verändern. Körper sich verändern, Fleisch kommt, Leben kommt, Sehnen kommen, Muskeln kommen, dass alles das wieder hervorkommt, was in unseren Situationen so mühsam und schleppend ist. Wir sprechen Leben in unsere Kinder. Wir sprechen Leben in unsere Kindeskinder. Wir wollen Leben in unser Gebetsleben hineinsprechen. Dass wir nicht aufgeben. Dass wir nicht die Sachen hinschmeißen. Dass wir nicht uns zurückwenden. Sondern wir sprechen Leben in unseren Glauben hinein. Herr, mehre unseren Glauben. Wir beten, dass du diese Dinge lebendig machst in uns, weil wir wissen, wir müssen uns vorbereiten. Und wir können uns nur vorbereiten mit dir, Heiliger Geist. Wir können uns nur vorbereiten, Vater im Himmel, wenn du uns Strategien eröffnest. Und Jesus, wir danken dir für die Beziehung zu dir, für dieses Lebendige, was du in unserem Leben bist. Wir danken dir, Herr Jesus. Und ich segne jeden Einzelnen, der jetzt hier sagt, ich habe so Angst, ich bin so von diesen Dingen, die ich höre und die mich beeinflussen, so von geprägt. Ich fühle mich so unsicher, ich weiß nicht, was werden wird mit der Zukunft, wie wird es weitergehen. Ich spreche aus, das, was der Herr hier gesagt hat, habe keine Angst. Ich gehe gegen jede Form von Angst an, gegen jede Form von Sorge an. Und wir erklären diese dämonischen Kräfte für gebunden. Wir sagen, die haben keinen Zugriff auf das Volk Gottes. Das Volk Gottes ist frei von diesen dämonischen Kräften. Ich sage, die Macht von Angst, diese
übernatürliche, zerstörerische Angst, die sei gebunden. Ich sage gebunden. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Du kannst nicht mehr aktiv sein. Du kannst das Volk Gottes nicht länger quälen. Die Macht von Sorge, dieser Sorgengeist, der nach dem Herzen greifen will, ist gebunden. Ich sage raus, weg. Ja, ich spreche Freiheit aus über das Volk Gottes. Und ich sage, du, wenn du willst, wenn du dabei bist, wenn du bereit bist, es ist egal, wie alt du bist, wenn du sagst, Herr, gebrauche mich in dem, was kommt, gebrauche mich, dann schließ dich dieser Armee im Geist an. Schließ dich der Armee und sag, ich bin dabei. Ich werde beten. Ich werde ein Zeugnis geben. Ich werde dabei sein, das Evangelium weiterzugeben. Und ich stehe bereit, wenn Menschen kommen, ihnen Bericht zu geben von dem, was in meinem Herzen ist, was ich weiß vom Herrn. Ich werde nicht zurückhalten. Ich werde beten für Heilung und die Leute werden geheilt werden. Ich werde beten für Befreiung und die Leute werden befreit werden. Ich werde vorangehen in dem, was der Herr für mich hat. Ich werde Wunder sehen. Ja. Das gilt für dich. Alles, was du brauchst, ist, dass du sagst, Herr, ich will. Die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also fang an zu bitten darum. Und ich spreche aus, dass das Volk Gottes aufsteht in dieser Position, wie wir es hier in den Prophetien gehört haben. Aufsteht in der Position, wirklich in dieser endzeitlichen Ernte, die Arbeiter zu sein, die die Ernte einbringen. Das ist wichtig. Und ich proklamiere, dass dich nichts davon abhalten kann. Und ich proklamiere, dass die Macht von Angst und Bedrängnis und Minderwertigkeit und was weiß ich, dass die sich verschwindet. Und ich proklamiere, dass das Volk Gottes aufhört, so zu denken, wie die Welt denkt. Aufhört, sich die gleichen Sorgen zu machen, wie die Welt. Aufhört, sich vom Geist der Welt zu beeinflussen zu lassen. Sondern, dass sie tatsächlich zu der Braut Christi wirkt, die denkt, wie der Herr denkt. Die Bibel sagt, erneuert euch in eurem Sinn. Und das beten wir für euch. Und das beten wir für uns. Und das beten wir für den Leib Christi in Deutschland, Österreich und der Schweiz und in Liechtenstein auch noch. Wir beten das dafür, dass es zu einer Veränderung kommt im Bewusstsein, wer wir sind als Kinder Gottes, als Volk Gottes. Amen. Yes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. In Christus Jesus. Amen. Yes. Amen. Amen. Ja. Das war's für heute. Ein kleiner prophetischer Überblick. Ja. Damit du weißt, was auf dich zukommt. Ja. Damit du weißt, was du beten kannst. Sei nicht geflutet vom Mainstream, sondern sei geflutet vom Wort Gottes. Ja, vom Stream von oben. Yes. Halleluja. Genau. Genau, das war's. Gott mit euch. Der Herr segne dich. Bis nächsten Freitag. Bis nächste Woche. Und wir sehen uns wieder. Halleluja. Seid gesegnet. Wir beten für euch. Ciao. Ciao, ciao.